Herzlich willkommen zur Diskussionsveranstaltung der Jungle World zum Thema Irakkrieg. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind und ich freue mich sehr über meine beiden Diskussionspartner. Rechts von mir darf ich vorstellen Thomas Uber, Autor der Jungle World und der Konkret. Er schreibt zum Thema Nahost, zum Irak, aber auch zum Thema innere Sicherheit zum Beispiel. Er ist Mitautor des Buches Saddams letztes Gefecht, zudem Mitarbeiter bei der Entwicklungshilfeorganisation WADI, die sich um Projekte in Irakisch-Kurdistan, in Jordanien, Israel und Palästina kümmert. Soweit zu Thomas Uber. Links von mir Thomas Ebermann. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Politischer Staat beim Kommunistischen Bund. 1977 hat er in Hamburg die Bunte Liste mit aufgebaut, ging in den frühen 80ern für die Grünen in die Hamburger Bürgerschaft, zählt immer zum etwas radikaleren Flügel, man nennt ihn auch Ökosozialist. 1990 dann der Ausstieg aus der Partei, seither Autor für Konkret, für Jungle World. Mit seinem Kollegen Rainer Trampert hat er sich auch der Satire zugewandt mittlerweile und geht mit seinem Programm Sachzwang und Gemüt auf Tour. Ja, die beiden Autoren wurden von uns eingeladen, weil wir glauben, dass sie ganz gut auch das Spektrum zeigen, für das die Jungle World steht, wobei es natürlich in Wahrheit noch größer ist. Ja, und von daher freue ich mich, dass die beiden da sind. Kurz noch vorweg zum Verlauf dieses Abends, wie wir uns das vorstellen. Also es wird jetzt zwei Eingangsreferate geben. Thomas Ebermann wird anfangen, dann Thomas Uber. In einem zweiten Teil werden wir an spezielle Themen zu diesem Krieg, zu diesem möglichen Krieg, hier nochmal auf dem Podium in kleineren Runden genauer beleuchten. Und in einem dritten Teil wird es natürlich dann für euch, für das Publikum die Möglichkeit geben, Fragen, Kritik, Anregungen zu formulieren. Es ist immer ein bisschen schwierig bei einer Podiumsdiskussion, den Leuten brennen dann oft die Fragen auf den Nägeln, sie wollen was sagen, aber ich bitte euch doch so halbwegs, dass man diesen Verlauf einhalten kann, denn wir wollen ja auch hören, was die beiden Diskussionspartner von mir hier heute zu sagen haben. Zu unserem Thema, denke ich, muss ich jetzt vorweg nicht mehr viel sagen. Es ist allen klar, worum es geht. Seit Monaten beschäftigt uns dieser mögliche Krieg. Diese Woche ist auch dramatisch genug. NATO-Sicherheitskonferenz in München, NATO in der schwersten Krise seit Bestehen aufgrund des Verhaltens Deutschland, Frankreichs, Belgiens. Morgen dann gibt es eine wichtige UNO-Sicherheitsratssitzung. Am Samstag, der internationale Aktionstag gegen diesen Krieg. Ja, das ist der Moment, in dem wir uns befinden. Und ja, von hier aus leite ich dann direkt weiter an Thomas Ebermann und bitte ihn, seine Sicht auf die Dinge vorzutragen. Die Anspielungen auf mein Alter waren so zahlreich, da will ich gleich dran anknüpfen. Je älter ich werde, desto mehr Macken habe ich. Einige davon müssen euch nicht besonders interessieren. Zum Beispiel wächst von Jahr zu Jahr meine Fluchangst. Aber andere sind für heute Abend relevant. Immer dann, wenn ich weiß, dass was ich sage, irgendwo schriftlich abgetippt, journalistisch verarbeitet wird, habe ich den Mut verloren, frei zu reden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber das ist der Grund, weswegen ich jetzt vom Blatt ablese. Ich bitte auf Zustimmung und Unmut zu verzichten, da ich sowieso in Zeitnot bin.
Jetzt gucke ich auf die Uhr, 30 Minuten darf ich, 10% Karenz habe ich. Zwischen offiziellen Kriegsbegründungen und realen Kriegsgründen liegen Welten. Zwischen offizieller Kriegsablehnung und realem alternativen Imperialismus ist der Abstand nicht geringer. Ob der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt und mit islamistischem Terrorismus bandelt, ob man ihn zu einer Bedrohung des Weltfriedens stilisiert, geht in die Gründe, ihn militärisch zu besetzen, so wenig konstitutiv ein, wie auf der anderen Seite die Sorge um Völkerrecht oder die Sorge, der Krieg sei diesmal nicht Ultima Ratio, sondern vorletzte Vernunft. Was hier aufgefahren wird, ist im Prinzip so irrelevant wie, ob irakische Soldaten 1990 kuwaitische Babys aus den Brutkästen warfen oder ob es einen Hufeisenplan gab oder wie Frau Bush Sorge um die Rechte der afghanischen Frauen genau bestellt waren. Was in Ratschak passiert ist, ist so irrelevant wie das, was Hans Blix ermittelt. Geheimdienste haben zwei Funktionen. Erstens sammeln sie Informationen, fördern Freunde und bringen manchmal auch Feinde um. Zweitens betreiben sie Propaganda, also geben als ihre Ermittlungen aus, was die jeweiligen Regierungen für ihre politischen Optionen benötigen. Entschieden wird entlang eines einzigen Maßstabs und der heißt nationales Interesse. Bevor er mit moralischen Kategorien hantiert, oder gar der Herrschaft eine fehlerhafte Interpretation des nationalen Interesses vorwirft, sollte der linke Aufklärer die Gründe benennen, die in einer falsch verfassten Welt dennoch rational imperialistische, also instrumentelle Vernunft verkörpern. Die USA machen, das ist meine erste These, keinen Fehler. Sie erheben seit einigen Jahrzehnten den Anspruch der Hegemonie über die Region am Golf und haben vor 13 Jahren einen Verbündeten verloren, der bis dahin relativ ihren Anforderungen gerade auch in puncto Brutalität entsprach. Ein gewöhnlicher Vorgang, mit dem sich schon zur Zeit des Feudalismus Kaiser rumzuschlagen hatten. Erst vergibt man ein Lehen und dann paktiert der untreue Beschenkte mit der Konkurrenz. So etwas war vor einigen Jahren in Panama zu besichtigen und wird vielleicht bald in Kasachstan zu besichtigen sein. Der dortige Staatschef hat Milliardenbeträge aus den USA erhalten, aber so richtig wirft er die Chinesen und Russen nicht raus. Nun bezichtigen ihn amerikanische Gerichte der Korruption. Die militärischen Mittel hätten 1991 locker gereicht, den Abtrünnigen gänzlich abzuräumen, aber gegenläufige Entwicklungen, die Qualität des Ersatzpersonals und der Bündnispartner berücksichtigen, sprachen dagegen. So wurde der Anspruch auf amerikanische Hegemonie in die Form der extremen Schwächung des Iraks gefasst, ihm wurden allerlei Hoheitsrechte entzogen. Das Regime durfte nicht das ganze Staatsvolk drangsalieren, nicht seine Ressourcen nach eigenen Berechnungen verkaufen, nicht auf dem Weltmarkt einkaufen wie andere Souveräne. Regelmäßiger Bombenabwurf sorgte zusätzlich für ökonomische Schwächung. Gegen die amerikanische Option der extremen Schwächung, wahrscheinlich kombiniert mit einer Staatsstreichoption, entwickelten die imperialistischen Gegenspieler der ersten Weltmacht die Option der schrittweisen Normalisierung. Sie machten Geschäfte und mehr noch, sicherten sich zukünftige Ansprüche auf Förderrechte, Industrieanlagen und zeitlich weiter entfernt natürlich auch auf Rüstungsaufträge. Am intensivsten betrieben das Russland, Frankreich und China, quantitativ untergeordnet, wenn auch nicht unwichtig, Deutschland. Das Interesse dieser Staaten, völlig frei von humanistischen Erwägungen, war eine Verlängerung des bestehenden Schwebezustands als die zweitbeste, eine Dynamik in Richtung Normalisierung als die beste Lösung. Beide Optionen zu unterbinden,
durch die Einrichtung eines eigenen Protektorats, durch die Übernahme einer Mandatsherrschaft ist unumstößliche US-amerikanische Doktrin. Das hat nichts mit schießwütigen Cowboys oder blutrünstigen Typen zu tun. Es sind ja wirklich alle genau in dem Sinne für eine friedliche Lösung, dass zum Beispiel die Amerikaner auch keinen Einwand gegen einen Putsch im Irak hätten, wenngleich anschließend die Putschisten sie zu einer Besetzung des Landes aufforderten. Ich will einige Beispiele geben, welche konkreten und strategischen Vorteile der USA aus einem Protektorat Irak kombiniert mit den Vorgängen ums Kaspische Meer erwachsen. Sie gewinnen die Hoheit über eine Fördermenge von vielleicht knapp 5 Millionen Barrel täglich. Die USA sehen sich bekanntlich mit der Notwendigkeit konfrontiert, dass ihr heutiger Rohölimport, der momentan bei 470 Millionen Tonnen liegt, sich in den nächsten Jahren steigern wird, vielleicht auf 70% des amerikanischen Gesamtverbrauchs im Jahre 2020. Diesen Zufluss zu sichern, übrigens auch durch Diversifikation, ist die eine, ihn billig zu halten, die andere Aufgabe. Schutz- und Protektoratsmächte realisieren bekanntlich Sonderpreise. Nur als Beispiel und keineswegs als präzise Prognose. Die USA importieren momentan für 100 Milliarden Dollar Öl, wenn wir unterstellen, sie zahlen Weltmarktpreis, was kein Mensch weiß. Ein ihnen zufallender Sonderpreis, sagen wir von 15 Dollar, brächte der amerikanischen Wirtschaft einen Konkurrenzvorteil von 50 Milliarden Dollar jährlich. Natürlich fließt zusätzlich der dominante Teil dessen, was man Wiederaufbau des Irak nennen wird, an amerikanische Konzerne. Mit dem Besitz des irakischen Öls ist zusätzlich eine Entmachtung der Reste der Preispolitik der OPEC verbunden. Was bisher von Saudi-Arabien erledigt wurde, Förderungen steigen, wenn Verknappung, also Preisanstieg, droht, fiele nun an den Irak, also an die USA. Besitz von oder Hegemonie über die wichtigsten Weltenergieressourcen bringt Drohpotenziale und Abhängigkeit von gewaltiger Tragweite. Russland, um ein Beispiel zu nehmen, kann Staatsbankrott anmelden. So bedeutend ist sein Öl- und Gasexport für Devisenbeschaffung und Staatshaushalt. Wenn es seine Lieferverträge nicht erfüllen, also zum Beispiel seine Pipelines nicht militärisch sichern kann, oder wenn der Energiepreis verfällt. China kann ohne gesicherte und rapide steigende Energiezufuhr sein gesamtes Programm nachholender Akkumulation, welches von den USA strategisch gefürchtet wird, vergessen. Für dieses Programm wird neben Öl übrigens auch die Staatsform der Diktatur benötigt, denn nur mit ihr sind die mörderisch langen Arbeitstage bei geringsten Löhnen, die Verhinderung von Sezession und Andersdenkerei zu realisieren. Die gewaltige Zahl meist öffentlicher Hinrichtungen in China zeugt von dieser Tatsache. Die saudische Herrschaft kann in ganz anderer Schärfe die Frage gestellt werden, mit welcher Entschiedenheit sie die Förderung des islamistisch-anti-amerikanischen Terrors, dem einige Sprösslinge da frönen, zu bekämpfen bereit ist. Dem Iran entgeht nicht, dass er das nächste Ziel sein könnte, was nebenbei ein konkret viel härterer Schlag für deutsche Interessen und Geschäfte in der Region wäre. Wegen der Bedeutung des Irak, das sollen diese Beispiele andeuten, ist seine Besetzung aus Sicht der USA tatsächlich alternativlos. UNO-Sicherheitsrat und die Staatenwelt werden nicht gefragt, ob ihnen das gefällt oder ob sie die Beweislage plausibel finden, sondern die Frage lautet ganz anders, nämlich ungefähr so. Ermittelt doch mal, ob euer nationales Interesse weniger Schaden nimmt, wenn ihr unser Vorgehen, das gegen euch gerichtet sein mag, dennoch billigt. Es ist der Appell an den in der Welt der Politik hoch im Kurs stehenden Realismus. Also die Kunst, nie das Unvermeidliche zu bekämpfen, eben aus Niederlagen relativ das Beste zu machen.
Russland, China und Frankreich müssen erwägen, wahrscheinlich geheimdiplomatisch ermitteln, ob die oder ein Teil der von Saddam Hussein ratifizierten Verträge, meist Ölfelder, gültig bleiben. Der Wert der Vorverträge über 19 irakische Ölfelder liegt bei gegenwärtig 38 Milliarden Dollar. Natürlich sind nicht alle Erwägungen so konkret auf den Irak bezogen. China mag die deutsche Position der Schaffung einer eurasischen Landmasse unendlich sympathisch finden, aber für Chinas nachholende Akkumulation ist eben der Export so extrem wichtig und da geht das sechsfache Quantum dessen, was nach Deutschland exportiert wird, gegenwärtig in die USA. Russland mag wie Deutschland von der Perspektive einer Allianz, wie sie Putin den jubelnden Abgeordneten des Deutschen Bundestags vor Jahresfrist ausmalte, träumen. Aber konkret hat ihn die deutsche Außenpolitik keinerlei Konzessionen zu Kaliningrad gemacht und die Amerikaner bieten auch ein interessantes Geschäft, sibirisches Öl über die Beringstraße. Die Ermittlung der Devisen der diversen nationalen Interesses ist natürlich nicht wie eine Rechenaufgabe zu verstehen, die man bekanntlich richtig oder falsch lösen kann. Die deutsche Regierung hat sich entschieden, die unter heutigen Bedingungen schärfstmögliche zwischenimperialistische Konfrontation zu suchen. Dass die Konfrontation keine absolute sein kann, also nicht Abzug von Spürpanzern, Entzug von Überflugrechten oder gar materielle Stützung von Saddam Hussein, unterstelle ich als bekannt. Wer an diese Notwendigkeiten die Behauptung knüpft, Deutschland sei irgendwie letztinstanzlich doch Vasall der USA, hat entweder gar nichts begriffen oder verrät, wie sehr er unter imperialistisch notwendigen Konzessionen selbst leidet. Ich schreibe seit 1989 über die Herausbildung eines gegen die USA gerichteten Blogs, dessen führende Kraft Deutschland sei, und ich bin dennoch überrascht, wie scharf der Widerspruch heute schon formuliert wird. Es gibt gewichtige Stimmen aus CDU und FDP, ganz dezidiert gilt das für die Chefkommentare der FAZ, die dieses Tempo der Zuspitzung für falsch halten. Kapazitäten wie die Ex-Generäle Naumann und Stücklen laufen fast schon amok gegen Schröders Übermut. Nicht die notwendige Bildung eines Lagers gegen die USA stellen diese Kritiker in Frage, sondern Zeitpunkt, Vehemenz und Risiko. Es ist ja auch wirklich nicht wenig, was die USA da an Distanz zu Frankreich und Deutschland in der NATO, der EU und unter den Beitrittskandidaten auf die Beine bringen. Sie stellen den lieben Partnern der Deutschen im Prinzip zwei Fragen, die ich jetzt nicht national aufschlüsseln kann. Erstens, in Erinnerung an die verschiedenen Vorgänge, an die Zumutungen, die euch von Deutschland oktroyiert wurden, habt ihr da nicht ein plausibles nationales Interesse, der europäischen Hegemonialmacht eine Schwächung zuzufügen? Zweitens, wenn es die NATO nur unter amerikanischer Dominanz gibt oder eben nicht gibt, wer ist die Kraft, die zukünftig Staatssouveränität zu vergeben und damit also auch zu nehmen imstande ist? Wer schützt euch gegebenenfalls, wenn es ums Militärische geht? Wer hat ein SDI-Programm und also die Hoheit, euch unter diesen Schirm zu nehmen oder euch relativ ungeschützt im Regen stehen zu lassen? Die Proportion, wer diese Frage wie beantwortet, zum Beispiel dieses schön berühmte 16:3 in der NATO, verweist mindestens darauf, dass ein bestimmtes Gerede, die EU oder Ost- oder Südosteuropa seien quasi deutscher Besitz oder deutschabhängiger Hinterhof, absolut falsch ist. Der Vorwurf an Schröder, zu scharf und besonders der zu früh polarisiert zu haben,
ist ja in der Dimension relevant, als auch die deutschen Kontrahenten Schröders auf das Entstehen von Problem und Stockung in der Politik der ersten Weltmacht USA hoffen, diese aber abwarten wollen. Was sie als Sorge ausgeben, zum Beispiel ihre Sorge um Unruhe und Unstabilität im arabischen Raum, ist nicht selten ihre Hoffnung. Sie hoffen auf militärische Komplikationen, die US-Kräfte binden. Sie hoffen, dass ein amerikanisches Haushaltsdefizit, dieses soll im nächsten Jahr 307 Milliarden Dollar betragen, den Vereinigten Staaten Grenzen setzt. Aber gegenwärtig konkurrieren Ungleiche Gleiche. Ungleich sind sie, was die Mittel betrifft. Das amerikanische Militärpotenzial, der Militäretat soll 2004 380 Milliarden Dollar betragen, ist quantitativ und qualitativ turmhoch überlegen. Die amerikanische Ökonomie ist der EU quantitativ gleichrangig, steht aber unter einem politischen Kommando. Gleich, also nicht ungleich, sind die imperialistischen Konkurrenten der USA, was ihre prinzipiellen Zwecke und Absichten betrifft, zum Beispiel die Militärdoktrin mit dem gleichen Anspruch der Sicherung von Märkten und Rohstoffen fern der Heimat, die Erhöhung militärischer Interventionsfähigkeit oder die Landesverteidigung am Hindukusch. Die Lehre aus der Besichtigung der ungleichen Mittel ist praktisch die schwer zu realisierende Ambition des Aufholens. Scholatour als so einer beklagt, jeder entdeckt halt ganz privat seine Lücke, das Fehlen einer deutschen mit Frankreich koordinierten Atomstreitmacht. Nehmen wir das Konzept, für das die deutsche Außenpolitik laut Spiegel seit Jahresanfang im Geheimen wirbt. Da marschieren Tausende von Soldaten ein, Elitesoldaten, die unter europäischer Führung und mit deutscher Beteiligung so tun, als würden sie die Arbeit der Inspektoren militärisch absichern, aber real ein Protektorat der UNO errichten, also Hussein faktisch entmündigen, bis der Laden implodiert und ein tiefgreifender Wandel der politischen Verhältnisse ins Werk gesetzt wird. Hussein darf diesem Weg seiner Ausschaltung zustimmen. Die Frage der Realitätstüchtigkeit dieses Konzepts hier völlig vernachlässigend, sei an dieser Stelle nur festgestellt, dass es ausgereifter alternativer Imperialismus, eigenen Einfluss begehrend, nicht einmal die Ministerin für Entwicklungshilfe durfte einen humanitären Aspekt additiv hinzulügen. Imperialistische Konkurrenten unterscheiden sich nicht in ihrer Stellung zu UNO oder Völkerrecht. Staaten und Staatenbündnisse, wenn sie über die entsprechenden Machtmittel verfügen, dulden keinen Souverän über sich. Der Jugoslawienkrieg war eine klassische Ausschaltung des Sicherheitsrats. Erst nach Vollzug wurde, wer zuvor düpiert, wie es damals hieß, wieder ins Boot geholt. Die Zahl der deutschen Gutachter, die damals in gewagtesten Konstruktionen die völkerrechtliche Legitimität des damaligen Angriffskriegs postulierten, ist genauso hoch wie die Zahl jener, die nun die USA der Verletzung überführen. Meist handelt sich es um Personalidentität. Was damals Entschlusskraft, Führungsstärke, soldatische Tugend oder Unbeirrbarkeit heißt nun amerikanische Arroganz. So zweifelsfrei altruistisch die Gründe, wegen der die deutschen Soldaten angeblich zum Beispiel im Kosovo, am Horn von Afrika oder in Afghanistan sind, so zweifellos mies sind die der Amerikaner, Öl und Mammon widerlich. Die ganze Dummheit, die verlangt wurde, Scharpings sogenannten Beweisen zu glauben, ist der blöden Schlauheit gewichen, man dürfe keinem amerikanischen oder britischen Dokument über den Weg trauen.
Die Pfaffen, die noch keine deutsche Waffe zu segnen verpassten, gehen tief in Klausur und finden den Krieg, weil er kein Deutscher ist, vom christlichen Standpunkt und überhaupt ethisch mehr als bedenklich. Und wir kehren sogar zurück in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Neid auf die ungleichen Machtmittel, das waren mal die Schlagkraft von Napoleons Truppen, aber auch Englands Kolonialreich und seine überlegene industrielle Produktivität, kleidet sich wieder in die Behauptung der Überlegenheit deutscher bzw. alteuropäischer Kultur. Das ist nach dem Nationalsozialismus ungeheuerlicher, als es damals war. Die Arbeitsteilung zwischen Dichtern und Denkern einerseits, Staatspolitikern andererseits, die Schröder mal mit Blick auf Walser so erläuterte, ein Dichter darf das sagen, ein Kanzler nicht. Diese Arbeitsteilung ist übrigens der wichtigste Grund, warum es Dichter und Denker überhaupt gibt, warum sie staatlich gefördert werden, ist partiell vor die Hunde gegangen. Nicht allerdings bei der FAZ, da wird noch zwischen kalkulierendem Leitartikel und nationalgefühligen Feuilleton ein Unterschied gemacht. Ob sich imperialistische Staaten auf ein gemeinsames Interesse zur Beseitigung des Dysfunktionalen einigen oder offen konkurrieren, die Menschen, also die Untertanen, seien sie Kosovaren, Paschtunen, Kurden oder Schiiten, sind für die Berechnung der Mächtigen bloßes Material. Die Dimension in einem Beispiel verdeutlicht. Ein CBS-Korrespondentin fragt die damalige Außenministerin Albright wörtlich: Wir haben gehört, dass 500.000 Kinder gestorben sind. Ich meine, damit sind mehr Kinder umgekommen als Hiroshima. Ist es das wirklich wert? Die Antwort der damaligen Ministerin: Ich glaube, das ist eine sehr harte Entscheidung, aber der Preis, wir glauben, dass es das wert war. Ich kann jetzt durchaus bedenken, dass das Baath-Regime die durch das Embargo beschränkten Mittel nicht in den Dienst der Versorgung der unteren Schichten gestellt hat. Manches diente der Bereicherung der teilweise im Schwarzhandel oder im halblegalen Handel tätigen Oberschicht, manches der Finanzierung des irakischen Repressionsapparats und so weiter. Aber diese Definition, dass es das wert war, dass 500.000 tote Kinder ein angemessenes Kalkül darstellen, liegt bei der Außenministerin Albright. Es ist kein einzigartiges und schon gar kein besonders amerikanisches. Sie ähnelt zum Beispiel der, die angestellt wird, wenn in anderen Ecken der Welt von Staaten Schulden eingetrieben werden um den Preis des Verhungerns vieler, oder wenn ganz sachlich betriebswirtschaftlich ermittelt wird, dass Millionen in Afrika an AIDS krepieren, nicht weil man sie hasst oder sie vernichten möchte, sondern einfach nur, weil ihre Nachfrage nach Medikamenten nicht durch die erforderliche Kaufkraft gedeckt ist. Taucht das Leid von Menschen in der Propaganda auf, ist der staatlich instrumentelle Bezug meist leicht zu ermitteln. Weil die Menschen Material sind, Verwertbares oder Unnützes, sind auch alle imperialistischen Nationen völlig gleichgültig gegenüber der inneren Verfasstheit der von ihnen dominierten Länder, solange die Zurichtung des Materials garantiert ist. Die Behauptung, sie seien in diesem Punkt gleichgültig, die ich eben aufgestellt habe, ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn in den Zentralen der wirklich Mächtigen herrscht schon ein Bewusstsein, dass Demokratie eine zwar effektive, aber auch recht teure Form der Klassenherrschaft ist, also zu Regionen des allseitigen Mangels einfach nicht recht passend will. Übrigens auch nicht zum System des Staates, der praktisch nur aus der Ölrente finanziert ist. Deshalb stand
um ein Beispiel zu greifen, die feudale Struktur Kuwaits aus amerikanischer Sicht nie zur Disposition und hatte mit dem Begriff der Befreiung Kuwaits nie etwas zu tun. Die Kausalität von Diktatur und Mangel ist übrigens für Linke so lange eine selbstverständliche Erkenntnis, bis sie Freunde der Zivilgesellschaft, also blöde werden. Dann blüht die Idee, der materielle Mangel sei dem Fehlen von Demokratie anzulasten, nicht die Abwesenheit von Demokratie dem materiellen Mangel. In einer Welt, kapitalistisch verfasst und durch wachsende nationale Konkurrenzen strukturiert, gehören Kriege dazu, wie Überschwemmungen und Erdbeben zur Natur. Der Krieg ist die herausragende und zugespitzteste Form der Degradierung von Menschen zu Material, in diesem Fall zu Kanonenfutter. Die Zahl der Opfer des Iran-Irak-Krieges, die Zahl der Opfer des Zweiten Golfkriegs, und zwar einschließlich derer, die durch die zeitverzögerten Wirkungen zum Beispiel der uranhaltigen Munition gestorben, verkrüppelt, als Fehlgeburten nie gelebt haben, und einschließlich derer, die, weil sie im Norden und Süden des Iraks Aufstände wagten, abgeknallt und massakriert wurden, sollte zunächst erschrecken lassen, was nun zukünftig passieren kann. Ich stelle in diesem Kontext Opfer fest, die dadurch nicht zu Trägern emanzipatorischer Bestrebungen werden müssen. Ich tue nicht so, als wisse ich Bescheid über die konkrete Kriegsstrategie der Amerikaner. Ich brauche nicht den Verweis auf ihre neuesten Waffen, auf die Möglichkeit von Häuserkampf oder gar auf den Einsatz sogenannter taktischer Atomwaffen. Ich halte absolut die Schnauze, wenn über die mögliche Zahl von Kriegstoten spekuliert wird oder darüber, was möglicherweise kleine Gruppen, Rächer und Selbstmörder, wo überall in der Welt anrichten könnten. Mein erster Impuls ist, es möge nicht geschehen, ich bin Kriegsgegner. Natürlich kenne ich die welthistorischen Ausnahmen, in der die Parole niemals Krieg unangemessen war, die seltenen. Natürlich bin ich kein Pazifist, aber ich weiß auch, wie viele ehemals Linke und nun Bellizisten diese Aussage, ich bin kein Pazifist, bloß Ausrede ist, um sich in westlicher Härte und Realismus zu gefallen. Vor diese Alternative gestellt, geselle ich mich, obwohl ich es abgrundtief hasse, vor Alternativen gestellt zu werden, zu den Pazifisten. Ganz besonders stehe ich nicht auf Leute, die sich übers Bett dieses klug resignative Zitat Walter Benjamins über die Verzweiflung des Engels der Geschichte hängen, aber wenn's Tag ist und es drauf ankommt, doch Bescheid wissen übers Hobeln und dass dabei nun mal Späne fallen, über westliche höhere Ideale und kollaterale Schäden, die man irgendwie doch zu akzeptieren hat, im Geiste des Bielefelder Parteitags der Grünen. Ich habe bis hier und implizit aus meiner Sicht die ganze Zeit gegen Thomas Uwe polemisiert. An drei Punkten will ich das nun noch explizit aussprechen. Nicht an dem Punkt der Schilderung und Enthüllung dessen, was dem Irak in den letzten 30 Jahren abgegangen ist. Das wäre ein anderes Thema. Ich vernachlässige das. Erstens, mit einem Konstrukt nimmt Uwe einige hundert meiner Argumente schlicht aus der Welt. Er schreibt in der Jungle World vom 5. Januar, dass bisher amerikanische Interventionen die, zitiere, Etablierung antidemokratischer Regimes erbracht hätten und, zitiere nochmal, es gibt bislang kein Vorbild für eine Intervention, die zur Demokratisierung eines Landes geführt hätte. Nun aber erwartet uns ein welthistorisches Unikat. Die Aufforderung lautet, vergessen wir Vietnam, Kuwait,
Jugoslawien, Afghanistan. Vergessen wir auch, welche deutschen Bellizisten hier schon, als diese Themen so schwer in Mode waren, die zivilisatorische Mission, die Beseitigung von Hunger, die demokratische Nationbildung und die Frauenbefreiung Wirklichkeit werden sahen, manchmal verkörpert in der Person des Generals Dostum. Nun kommt was, vergessen wir das alles, nun kommt was ganz Neues. Da hätte ich ein paar Ideen ähnlicher Art. Bisher haben die Kapitalisten menschliche Arbeitskraft unter ihr Kommando gebracht, weil sie daraus einen Profit erzielen wollten. Vielleicht machen sie es ab morgen aus Gründen des Massenwohlstands. Vielleicht ist es bald auch im Winter wärmer als im Sommer. Zweitens, die Berufungsinstanz des so erzeugten Optimismus sind neben Artikeln amerikanischer Strategen, die ja tatsächlich ein bisschen wegorientieren vom Ölargument und sich feuilletonistischer geben, die Verlautbarung des übergefallenen Teils der Opposition. Diese ist demokratisch, sozial, säkular und will einen entmilitarisierten Irak, also ungefähr sowas Ähnliches, wie auch die Afghanen bei der Petersberg-Konferenz zu wollen versprachen. Ob ihm das Argument wirklich wichtig ist, dem Thomas, weiß ich nicht. Schrieb er doch vor fast genau einem Jahr bedauernd, leider mangele es den USA im Irak an einem Äquivalent zur afghanischen Nordallianz. Ja, die war auch sehr auf Entmilitarisierung aus. Ohne größere Sachkenntnis steht zunächst einmal fest, was hier Opposition heißt, findet seine aktuelle und zukünftige Sortierung durch die Protektoratsmacht selbst. Die heutige Opposition ist nicht die Macht, die über Lizenzen, Reparationszahlungen, Förderquote und Auftragsvergabe entscheidet, wie der Autor Schwarz, weil er Iraker in Davos gesehen hat, mutmaßt. Einige werden, weil sie ihre Interessen als unberücksichtigt empfinden, sich gegen die Protektoratsmacht wenden und deren einheimisches Personal verdäubeln. Ob sie die Kraft haben, das militärisch zu tun, weiß ich nicht. Ganz und gar erwarte ich, wegen der Zentralität des Staatswesens und auch wegen der Quantität der Besatzungsmacht, nichts Ähnliches wie in Afghanistan. Ich weiß ferner nicht, wie groß der Machtanteil der Dissidenten Bartmörder sein wird, weiß nicht, wie schroff auch militärisch die Konfrontation zwischen KDP und PUK sein wird oder ob sich beide gegen türkische Besatzungsmacht verbünden müssen. Mir scheint zweifelhaft, ob eine Organisation, die Rat der Islamischen Revolution, SCIRI heißt, wirklich mit Feuereifer für den säkularen Staat ficht. Aber ich gebe zu, es gibt da zwei oder drei Fatwas, dass es diesmal Allahs Wille ist, dass die Frommen sich mit den Amerikanern verbünden. Das ist übrigens ganz pauschal mein Bild, wie Fatwas entstehen, so ähnlich nämlich wie bei den deutschen Pfaffen. Drittens, die größte aller Berufungsinstanzen ist allerdings die irakische Bevölkerung. Sich auf die Opposition berufen, die den Krieg befürwortet, also behaupten muss, die Bevölkerung fürchte diesen vergleichsweise wenig, konstruiert Uwe, ebenfalls im besagter Jungle World, die höchste Form der sonst anderen vorgeworfenen Homogenisierung als den, wörtlich, Willen der Irakis. Ohne zu quantifizieren, weil ich das gar nicht kann, halte ich das für ein ideologisches Konstrukt und vermute, wie gesagt, ohne zu quantifizieren, das Baas-Regime hat, man kann sagen leider, in Teilen von Militär und Gesellschaft Stützen. Es könnte viele Irakis geben, die durch Hunger und Diktatur so erschöpft, so apathisch sind, dass ihr Denken sich auf das Brot am nächsten Tag reduziert. Menschen,
die das System hassen, können dennoch wünschen, der Krieg käme nicht über sie. Kurden könnten Macht und Willkür der beiden Clan-Chefs fürchten, wie es immer auch im türkischen Kurdistan eine begründete Angst vor der PKK gab. Im iranischen Exil Vegetierende können ihre religiösen Vorbilder lieben oder verachten und hassen. Und seien sie marginalisiert, wie auch immer. Ein sehr böses Wort bei Thomas von der Ostensacken und Thomas Uber. Marginalisiert. Was in diesen Zeiten keine Schande ist. Einsame Intellektuelle, die ihr Leben von Hussein bedroht sahen über Jahre, aber dennoch wissen, ihr Begriff von Befreiung ist ein anderer als das, was jetzt im Irak installiert werden soll. Ich berufe mich aus guten Gründen auf keinen, auch nicht auf einen alternativen Willen einer Bevölkerung oder Willen der Irakis. Schon gar nicht auf Umfrageergebnisse in westlichen Demokratien, mit denen die Kriegsgegner in frevelhaftester Weise teilweise hantieren. Der westliche Bellizismus ist fein raus, aber nur ideologisch. Entweder entdeckt er ein islamistisch-terroristisch-todessüchtiges Volk, dann darf, ja muss geradezu wegen Unbelehrbarkeit eines Selbstmordkollektivs gebombt werden, das war bisher die dominante Masche, oder er entdeckt einen Willen der Irakis, dann muss in dessen Namen gebombt werden. Da bleibe ich lieber bei dem, zugegeben nicht sehr wirkungsmächtigen, geradezu marginalisierten Geschäft, die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Krieges zu kritisieren, also Kommunist zu bleiben. Wem das zu unpraktisch ist, für den habe ich auch noch einen praktischen Rat, der aber aus meiner Sicht, da ich keiner Organisation angehöre und mir nicht meine Zeitung gehört, ebenfalls nicht zu realisieren ist, sondern höchstens einen Beitrag zu leisten. Es gibt die Aufgabe der Spaltung dessen, was sich jetzt Friedensbewegung nennt. Ob das eine Spaltung sein wird oder wir so wenige, sagen wir mal 3.000 gegen 150.000 Spaltung zu nennen, wäre der Terminus Abschürfung wohl eher besser. Aber diese 3.000 zu konstituieren, die noch ernst nehmen. Ich demonstriere nicht mit Leuten, mit Staatsmännern, Gewerkschaftsführern und Pfaffen, die den Jugoslawienkrieg und den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan und am Horn entweder bejubelt, befördert oder legitimiert haben. Ich demonstriere mit denen nicht, wie ich nicht mit Antisemiten demonstrieren möchte. Wenn wir also hinkriegen, oder wenn wir einfach dieses Wort Spaltung, ne, Ströbele sagt, ich fürchte Spaltung. Ja, er fürchtet Spaltung aus dem schönen Grund, dass er Hegemonie beansprucht. Ich befürworte in aller Lockerheit die Spaltung dessen, was da rumläuft. Ich nehme an, wer da am nächsten Sonnabend hingeht, wird Gefühle relativer Einsamkeit nicht vermeiden können. Ich befürworte aber auch, eigentlich bin ich der Meinung, es muss 3 Demonstrationen geben. Eine, die quantitativ eher hinter Rot-Grün steht oder postuliert, sie wolle Schröder den Rücken stärken oder aufpassen, dass er nicht umfalle. Eine, die so ungefähr argumentiert, wie ich es eben gemacht habe, und eine aus einem Teil, der sich leider antideutsch nennt, obwohl ich es doch bin, die gemeinsam mit der CDU und den Generälen Naumann und Stücklen die staatliche Alternative verkünden sollten. Ich danke dem Thomas Ebermann und gebe direkt weiter an den Thomas Uber. Ich glaube, die Debatte kann sofort weitergehen. Ich hoffe, das geht so mit dem Mikrofon. Die Tische sind so ein bisschen komisch. Danke auch Thomas für
die, für die umfassende Darstellung, umfassende und erschöpfende Darstellung einer ganzen Reihe von Argumente, die ich nicht alle jetzt gleich angehen kann, die aber sicherlich dafür sorgen werden, dass wir im Anschluss, es wird hier eine Diskussion geben, noch eine ganze Reihe von Kontroversen und kontroversen Diskussionen auf jeden Fall erleben werden. Das Erste, ich werde Ihnen sicherlich nicht kommen mit dem Ölmarktpreis und dem permanent immer wieder gleichen, der immer wieder selben und unveränderlichen imperialistischen Weltherrschaft, die, wie du eben so schön sagtest, in den Zentralen der wirklich Mächtigen ausgeheckt wird. Dazu verweise ich auf das aktuelle Jungle World Dossier und was da auch noch folgen wird. Ich werde Ihnen auch relativ wenig zu dem sagen, was gegen Ende anklang, aber diesen mittlerweile so durch die gesamten linken Newsgroups, Websites und Medienportale murrenden und murmelnden Begriff des linken Belizisten auch relativ wenig sagen, nur das vorwegschicken. Ich habe heute in Vorbereitung sozusagen mir nochmal den Konkret-Kongress des letzten Jahres in Erinnerung gerufen, der dieses Buch Deutschland führt Krieg mündete, also wo tatsächlich noch die Vorstellung existierte, Deutschland würde voranmarschieren und Deutschland würde einen Krieg führen. Damals, dies ganz kurz zu deiner Analyse oder deiner Prognose damals hast du prognostiziert, wir, also Thomas von der Ostensacken und ich und andere, wären auf dem besten Wege dazu, dass, sollte es zu einem Irakkrieg kommen, wir stramm an der Seite der Bundeswehr nach Bagdad einmarschieren würden. Nun, dazu ist es offensichtlich nicht gekommen. In Uniformen läuft, wie wir vor dem Eingang gesehen haben, derweil nur die Friedensbewegung rum und Hand aufs Herz, würde es Sie wundern, wenn am Samstag der Peter Struck einige Kasernen aufmachen würde, damit die Bundeswehr mit einigen Panzerregimentern auch an dieser Friedensbewegung teilnehmen wird, an dieser Friedensdemonstration. Es gibt also eine Menge Unterschiede zwischen unseren Positionen. An manchen Punkten sind wir uns, glaube ich, wesentlich näher, als das auf den ersten Blick erscheinen mag. Der erste und auffälligste Unterschied, sei gleich vorweggeschickt, erscheint mir in einer grundlegend verschiedenen Perspektive zu bestehen, von der aus man den Irak und nunmehr auch den Konflikt, der um ihn ausgebrochen ist, betrachtet. Hier geht es, wenn über den Irak gesprochen wird, üblicherweise nämlich nicht um den Irak selbst. Es geht permanent um etwas anderes. Wir haben es erlebt, es geht um das arabische Öl, es geht um den US-Imperialismus, die Vorherrschaft der USA, das amerikanische Jahrhundert, wie es gerade in der Jungle World heißt. Es geht selbstverständlich wieder um Globalisierung. Es geht um die Welt als Golfplatz, auch Jungle World, und natürlich den Krieg darum, der ein Medienkrieg, ein virtueller Krieg, ein Krieg der Rassen, der Kulturen, ein Krieg der Ersten gegen die Dritte Welt sein soll, um nur einige der Begriffe zu nennen, die derzeit sich größter Beliebtheit erfreuen. Wenn ich hier sage, meine ich Deutschland und meine deswegen leider auch, weil es so ist, die deutsche Linke, und man braucht, dass es so ist, zeigt sich, wenn man einen kleinen Blick in ihre Pamphlete und Darstellungen zum Golfkrieg oder zum kommenden Irakkrieg liest. Dem wird man entnehmen, dass es nämlich offensichtlich auch in der Linken ausreicht, die Worte Öl, USA und Krieg in beliebiger Reihenfolge zu arrangieren, um ein als befriedigend empfundenes Statement zum Irak zu verfassen. Der Rest ist dann reine Fingerübung und ein paar Ölpreise hier. Krieg ist immer schlecht, das Volk zahlt immer die Zeche, der Ehrliche ist immer der Dumme. Oder die Kriegskarawane zieht weiter zur nächsten Zielscheibe, auch Jungle World. Gestern Kuwait und Afghanistan, heute Irak, und wer zur Linken gehört, sieht vorneweg auch immer ein paar linke Belizisten marschieren. Hier lauert bereits die erste Enttäuschung, denn letzteres den Belizismus, also das Treiben zum Krieg, kann ich Ihnen nicht bieten. Wenn ich es täte, müsste ich mich hier vorne outen als jemand, der denkbar wenig Erfolg hat angesichts der aktuellen Lage in Deutschland. Und auch darüber, ob Sie nun für einen solchen Krieg sein sollten oder vehement dagegen, ob Sie nun auf die Friedensdemo am Samstag gehen sollten oder nicht und wenn Sie hingehen, ob Sie sie spalten sollten oder nicht oder ob Sie im Bewusstsein sie spalten zu können, mit Christian Ströbele und der Hamas marschieren werden. Darüber werden Sie von mir nichts hören. Das ist keine Drückerei um eine klare Aussage dafür und dagegen, die ich eventuell still und für mich schon längst gefällt habe. Die Frage lediglich ist, ein instrumentelles Verhältnis zu Gewalt und militärischer Gewalt vorausgesetzt, die Erkenntnis also, dass unter bestimmten Voraussetzungen militärische Gewalt nicht nur sinnvoll und richtig, sondern im besten Sinne human sein kann. Diese Erkenntnis vorausgesetzt ist die Frage schlechterdings derzeit nicht zu beantworten. Nicht, so
solange nicht absehbar ist, wie und gegen wen gerichtet ein solcher Krieg stattfinden wird. Und was nun den kommenden Krieg anbetrifft, so wird es das Entscheidende eben sein, welches Ziel er vor Ort verfolgt und wie er geführt wird, ob es also um den Sturz Saddam Husseins und des Ba'ath-Regimes geht oder erneut um dessen Eindämmung und vielleicht einen Personalwechsel auf oberster Ebene bei wochenlangem Bombardement, wie wir es von 1991 kennen. Dies und nicht die Frage nach Krieg und Frieden scheint mir die zentrale Frage zu sein, und diese Frage ist trotz aller Verlautbarung aus Washington meiner Auffassung nach noch längst nicht geklärt. Die Zukunft des Irak wird nämlich nicht, wie es auf Indymedia und anderen Webportalen der Linken immer wieder dargestellt wird, wird nicht im Pentagon alleine ausgehackt, beziehungsweise, um es richtig wiederzugeben, wurde nicht schon vor Jahren im Pentagon alleine ausgehackt. Die aktuelle Haltung Deutschlands und Frankreichs gegen einen Krieg zielt letztlich darauf, das scheinbar Schlimmste in deren Sinne zu verhindern, nämlich die grundlegende Umwälzung der Verhältnisse im Irak. Und ich sehe es noch nicht, dass zumindest, was diese Verhinderung eines grundlegenden Regime-Change im Irak, dass zumindest in dieser Hinsicht Frankreich und Deutschland nicht erfolgbeschieden sein sollte. Eine Meinung zum Krieg also kann ich Ihnen nicht bieten. Ich werde mich aber wohl bemühen, Ihnen ein paar der Voraussetzungen des Konflikts zu beschreiben, die mir relevant erscheinen. Umgekehrt allerdings ist nicht zu übersehen, dass die Mehrheit der Deutschen glaubt, ganz genau zu wissen, was für den Irak das Beste ist, nämlich die Verhinderung von Krieg und das absolute Nein zu jeder Art von militärischer Intervention und damit auch ein Nein zum Sturz Saddam Husseins. Auch glaubt man in Deutschland bereits zu wissen, was passiert, wenn Saddam Hussein stürzt. Die USA, so lautet eine der geläufigen Antworten, werden nur das nächste diktatorische Marionettenregime einsetzen, das ihnen die Kontrolle über die Erdölvorkommen sichert. Die andere Variante lautet, dass ein Flächenbrand, also ein Krieg der Minderheiten, ausbrechen wird und die ganze Region in die Arme von Separatisten und Islamisten überlaufen wird. Thomas Gebauer, Geschäftsführer der entwicklungspolitischen Organisation Medico International, die durchaus in einer linken Tradition steht, hat es gesamtideell und zutreffend Mitte Januar so formuliert: Der Irak ist ein Land mit großen sozialen Gegensätzen. Wer unter solchen Umständen zum Instrument des Kriegs greift, verkennt auf fatale Weise die fragile politische und soziale Struktur des Landes. Eine militärische Intervention wird die Gegensätze zwischen den Kurden, Turkmenen, Assyrern und den ihrerseits in Schiiten und Sunniten gespaltenen Arabern nicht mildern, sondern eher noch verschärfen. Kurz, ohne starke Hand also bricht der Nahe Osten auseinander, bricht ein Bürgerkrieg aus, weshalb man den Ba'athismus zur, ich zitiere, fragilen politischen sozialen Struktur umbenennt. An die sozialen Gegensätze rührt man deshalb auch besser gar nicht dran, und auch darauf, auf diese Logik, werde ich später zurückkommen. Was man in Deutschland, obwohl man so viel weiß über den Irak, beziehungsweise was für den Irak in Ordnung sein wird und was nicht, was man in Deutschland offensichtlich aber nicht weiß oder besser nicht wissen will, ist, um was für ein Regime es sich im Falle des Irak wirklich handelt. Eine der üblichen Formulierungen lautet in etwa: Wir wissen ja, Saddam Hussein ist ein Diktator, aber, und dann kommt normalerweise immer das Völkerrecht, die Vereinten Nationen, der Weltfriede in beliebiger Reihenfolge, es ist eigentlich egal. Eine andere Variante lautet: Dann müsste man, wenn man den Irak angreift, dann müsste man ja auch alle anderen Regime der Welt bombardieren. Das ist sowohl falsch als auch richtig in einem, denn richtig ist, wofür eine internationalistische Linke immer eingetreten ist, dass nämlich den reaktionären Regimes weltweit der Kampf anzusagen ist. Während die Unterstellung, der Irak sei einzig aufgrund externer Faktoren nunmehr ins Zentrum des Konflikts gerückt, schlicht und ergreifend irre ist. Eine dritte Variante liegt im offensiven Leugnen dessen, was das irakische Regime bewiesenermaßen angerichtet hat. Und ich frage mich, aber da können wir später noch dazu kommen, ob diese Vermengung von Toten im letzten Golfkrieg, die durch amerikanisches Bombardement gestorben sind, die ja in der Tat um die 100.000 Menschen in diesen Kriegshandlungen durch amerikanisches Bombardement gestorben sind, den Opfern einer bislang nicht untersuchten Auswirkung von abgeschossener
Uranmunition vor Ort, die vom Regime permanent präsentiert werden, und der vom Regime während der Volksaufstände niedergemetzelten, ob diese Zusammenmengung nicht eigentlich schon in die Nähe dieser Leugnung rückt. Zu behaupten nämlich, wie dies ein Autor der Jungen Welt getan hat, zu behaupten, nicht zu hoffen oder zu vermuten, der Irak habe keine Massenvernichtungswaffen, das ist verrückt. Die in der Jungen Welt ebenfalls dargelegte sogenannte Halabdscha-Lüge ist schlicht und ergreifend schamlos, dass nämlich der Irak, oder dass es ernsthafte Hinweise darauf gäbe, der Irak habe niemals Giftgas in der kurdischen Stadt Halabdscha eingesetzt. Die deutsche Beteiligung an der Aufrüstung des Irak mit chemischen Waffen und die wissentliche Beihilfe zum Mord, also an den Kurden, wird mit derselben Resistenz gegenüber Tatsachen weggeleugnet, mit der man vor ein paar Jahren Rudolf Scharpings offensichtlich erfundenen Gräuelgeschichten im Kosovo Glauben schenkten und den Hufeisenplan bewunderten. Beide sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern sehen sie so, wie sie sich in ihrer deutschen Vorstellung, wie sie ihrer deutschen Vorstellung entspricht. Worum also geht es beim Irak? Es geht um ein Regime, das in den mehr als 30 Jahren seiner Herrschaft das gesamte Land vollständig nach seinen Vorstellungen umgewälzt und malträtiert hat und alle vom Baarstaat unabhängigen Strukturen vernichtet hat. Es geht um ein Regime, das wie kein anderes vor ihm im Irak das Land kolonisiert hat, die Bevölkerung unterdrückt, die gesamte Wirtschaft einer rücksichtslosen Wertabschöpfung zuerst durch die Parteielite, dann durch die Familie Saddam Husseins unterworfen hat. Nahezu 1 Million irakische Staatsbürger, die dem gnadenlosen Akkumulationsprinzip des Staates im Wege standen, sind dem Regime zum Opfer gefallen. Mehr als 10.000 Kommunisten, Liberale und Kurden bereits seit Anfang der 70er Jahre. Nicht-baathistische Gewerkschaften, Jugend-, Studentenverbände, Frauenorganisationen, Parteien wurden aufgelöst und durch Baath-Verbände ersetzt. Der repressive Wohlfahrtsstaat von einst, der sogenannte arabische Sozialismus, der sich mitunter auch neuerdings wieder großer Beliebtheit in Deutschland erfreut, hat als großflächiges Klientelsystem, finanziert eben von der Ölrente und kontrolliert von der Baath-Partei, jede Herausbildung von Klassenstrukturen und Interessen und also von Klassenkampf unterdrückt, die mit dem Ausbau der Erdölindustrie als praktisch einziger Quelle der Wertabschöpfung einhergingen. Wer nicht spurt, wird im Irak bestraft, und das ist seit Mitte der 80er Jahre praktisch die gesamte Bevölkerung, lange bevor das auch erwähnte Embargo gegen den Irak verhängt wurde, war der Staat längst pleite und am Ende und längst nicht mehr in der Lage, die fundamentalsten Grundbedürfnisse wenigstens der Bevölkerung zu decken. Große Teile des abgeschöpften Mehrwerts in Form der Ölrente, Sie erinnern sich, der Irak sitzt praktisch auf einer Öllache, werden von einer identischen Staats- und Wirtschaftselite direkt über den Umweg teurer Luxus- und Rüstungsgüter Importe ins Ausland transferierend, während alle anderen Wirtschaftsbereiche des Irak brachliegen oder vernichtet wurden und die Bevölkerung hungert, und dies, man muss es immer wiederholen, nicht erst seit 1991. Das Land wird regiert wie im Belagerungszustand. 2 internationale Kriege hat das Regime angezettelt, in den 70er Jahren zuerst den schiitischen Klerus, dann die Kurden bekämpft, dabei mehr als 4000 Dörfer bis zum Ende der Kampagnen gegen die Kurden, Ende der 80er Jahre, zerstört, systematisch zerstört, rund 100.000 Menschen, Kurden, umgebracht. In 41 Fällen wurden nachweisbar chemische Kampfstoffe gegen die kurdische Zivilbevölkerung eingesetzt. Unter diesen Voraussetzungen, dies scheint klar, ist alle Politik gegenüber dem Irak immer auch Kriegspolitik, und selbst die scheinbar zivilen Bereiche, wie der Wirtschaft, der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, war immer auch Kriegspolitik, war immer auch ein Außenhandel, mit dem man das irakische Regime mit chemischen Waffen und anderen Gütern versorgt hat, mit denen es die eigene Bevölkerung niederkartätschen kann. So geht es auch heute, und aufgrund dieser Geschichte des Iraks selbst, nicht um die Wahl zwischen Krieg und Frieden, sondern es geht lediglich um die Wahl zwischen 2 Optionen von Krieg. Die Frage wäre also zu stellen, wird ein Krieg, der gegen den Irak geführt wird, den permanenten Krieg des irakischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung also beenden können, oder wird das nicht? Bei all dem hat sich Saddam Hussein bekanntermaßen wechselnder Unterstützung von außen erfreut. Es ist hinlänglich bekannt, dass die USA die irakische Diktatur gestützt und gegen die islamische Revolution im Iran
aufgebaut haben. Was immer wieder verschwiegen wird, ist, dass nicht nur die USA, sondern eine ganze Reihe anderer Länder dies auch getan haben. Sehr unschön ist auch das Kapitel der Unterstützung durch die Sowjetunion. Leider während der ganz entscheidenden Jahre, während derer das irakische Baas-Regime nämlich noch zu schwach war, um sich an der Macht zu halten und sich nach innen durchsetzen musste, nämlich vor allem gegen die irakischen Kommunisten, die für das Regime eine reale Bedrohung oder zumindest vom Regime als eine Bedrohung gesehen wurden. Unterstützt auch natürlich und immer wieder darauf hinzuweisen von Deutschland, die eben wesentlich stärker, nämlich zu 70% wesentlich stärker als die USA und jedes andere Land auch, zu 70% die Belieferung mit den Rohstoffen, den Fertigungsanlagen und vor allem dem technischen Know-how zur Herstellung von chemischen und biologischen Waffen, um die es heute geht, beliefert haben. Die ganze Politik hatte einen simplen Namen, Containment wurde das genannt. Diktatorische Regimes wurden an der Macht gehalten, weil sie eben den schmutzigen Job gegen die echten und halluzinierten Feinde, also gegen die Kurden, Kommunisten, Islamisten und die Bevölkerung insgesamt so wunderbar erledigt haben. Wer also glaubt, die Diktatur Saddam Husseins einzig aus der inneren Verfasstheit des Staates, aus der inneren Entwicklung des Baas-Staates heraus erklären zu können und dabei die Rolle vergisst, die Amerika und Europa in dieser Geschichte gespielt haben, ist sicherlich beschränkt. Wer umgekehrt aber meint, die Geschichte des Landes, die Verwüstung des Baasismus einzig über den Ölmarkt erklären zu können, dem ist nicht mehr zu helfen. Diese Containment-Politik im Nahen Osten funktioniert nicht mehr. Wahrscheinlich sollte man sogar sagen, sie hat niemals richtig funktioniert. Im arabischen Nahen Osten hat sich eine Dynamik entwickelt, an deren Ende der antisemitische Terror gegen Israel und der Angriff vom 11. September als sichtbarer Ausdruck stehen. Damals sind die USA getroffen worden durch Attentäter, die entweder aus eng verbündeten Staaten, nämlich Saudi-Arabien, stammten oder sich dort, nämlich in Deutschland, aufgehalten haben und das Attentat geplant haben. Wer zuvor also als Verbündeter galt, stellte sich objektiv als Feind heraus. Alleine dies hat lange gültige Prämissen amerikanischer Außenpolitik tatsächlich in Frage gestellt. Seitdem nämlich scheint sich zumindest in Teilen des amerikanischen Establishments die Einsicht herumgesprochen zu haben, dass die gewohnte Politik zur Stützung einer östlicher Eliten, Containment Dual, Containment Stabilisierung, wir kennen es, gescheitert ist. Eliten, die über Jahrzehnte künstlich am Leben gehalten wurden, obwohl unter ihrer Herrschaft der arabische Nahen Osten in allen relevanten Bereichen sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung am Boden liegt. Und das heißt eigentlich die Bevölkerung in einer Region, die auf Öl schwimmt. Es ist bekannt, dass die Klerikalregimes und populistischen Diktaturen, die diese Ordnung aufrechterhalten, von den USA gestützt wurden. Zuerst gegen die Linke und die Sowjetunion, später gegen den Iran. Regimes, die jede oppositionelle Äußerung als Verrat bestrafen und Kritik nur im Rahmen einer panarabisch oder panislamisch verbrämten Ablehnung äußerer Feinde erlauben, nämlich dem Zionismus, dem Imperialismus, den USA, Israels und der Juden. Länder, in denen jede Demonstration, die sich eben nicht gegen Israel und die USA richtet, sofort verboten und niedergeknüppelt wird. Mit dem Ergebnis, dass seit 1970 keines dieser Regimes abgewählt oder gestürzt wurde oder ihre Elite wenigstens personell abgelöst wurde. Sie kennen das Spiel, wenn der Papa stirbt wie der Hafiz al-Assad, steht der Sohnemann schon bereit, um die Nachfolge zu übernehmen und so kann man sich wenigstens in der Kontinuität wähnen, dass man nur den Vornamen auf den Geldscheinen ändern muss. Aus dieser Ordnung und eben nicht aus Afghanistan ist Al-Qaida hervorgegangen, nicht aus den elenden Massen der gefürchteten arabischen Straße, sondern aus der Elite der Herrschaftshäuser selbst stammen Osama bin Laden und seine Freunde. Der unbedingte Krieg der Al-Qaida fügt sich in dieser Ordnung perfekt ein, in das herrschende Gemisch aus Islam, Panarabismus und Antisemitismus, aus Unterdrückung, Verelendung und Klientelismus, mittels dessen sich die Eliten an der Macht gehalten haben. Saddam Hussein stellt den gesamtideellen Vertreter dieser Ordnung dar, nicht nur, weil er Selbstmordanschläge in Israel finanziell belohnt oder tatsächlich Verbindungen zu Al-Qaida unterhält, an denen man getrost, denke ich, zweifeln kann, sondern weil er wie kein anderer den Wahn panarabischer, panislamischer Herrschaft unentwegt vorexistiert, nämlich als ein Instrument zum Machterhalt gegen die eigene Bevölkerung, die sich, jetzt kommt's, nicht sehnlicher wünscht, als die Diktatur endlich loszuwerden. Vor diesem Hintergrund spielt dann nämlich auch die Frage
der Massenvernichtungswaffen eine Rolle, die permanent gesucht werden zurzeit. Hussein meint es nämlich bitter ernst, wenn er ankündigt, Tel Aviv von der Landkarte zu streichen. Und die irakische Bevölkerung weiß dies, weil sie es selbst erlebt hat, weil sie weiß, wie so etwas abläuft. Sie wissen daher auch, dass nicht Israel, sondern Saddam Hussein ihr Problem ist. Ich werde später darauf hinweisen, wie ich dazu komme, das zu wissen, was die irakische Bevölkerung weiß. Darin ist ein wichtiger Grund, nicht der wichtigste, ein wichtiger Grund für die Zuspitzung des Konflikts im Irak zu suchen. Die Bevölkerung des Irak ist, wie in vielleicht keinem anderen arabischen Land zurzeit, willens, die eigene Regierung zu stürzen. Und das ist revolutionär im arabischen Nahen Osten. Bereits 1991 hat sie es versucht, mit verheerenden Folgen. Damals zogen die USA Saddam Hussein noch als das kleinere Übel vor, weil sie eben den Volksaufständen misstrauten und sie fürchteten, sie werden es in Erinnerung haben, die amerikanischen Truppen haben einen Fullstop vor Bagdad gemacht, irakische Truppen vorbeigewunken, damit sie im Süden des Landes die aufständische Bevölkerung niederwalzen können. Jetzt sollten Sie sich allerdings nicht aus dem Fenster lehnen, hey, die Amerikaner waren so böse, das waren sie sicher. Ich erinnere mich auch daran, dass genau mit dem letzten Tag des offiziellen Golfkriegs auch aus deutschen Fenstern die weißen Bettlaken verschwanden und als irakische Panzer den Aufstand im Süden niederwalzten, nicht ein einziges der vielen nervigen Friedensgebete in Deutschland mehr erschwoll. Heute scheint sich diese Wahrnehmung, zumindest die Wahrnehmung der USA, vom Nahen Osten verändert zu haben. Sollte ein Umsturz im Irak gelingen, so wäre der Wahn, dass Besserung nur durch die Herstellung arabischer oder islamischer Einheit erreichbar ist, widerlegt. Wenn im Irak gezeigt würde, dass gegen Verelendung und Diktatur auch ein Sturz des eigenen Regimes hilft, so wäre die Herrschaft der arabischen Eliten grundsätzlich in Frage gestellt. Dies ist die Hoffnung, halten Sie sich fest, des amerikanischen Establishments, wo es sich äußert. Es mag sicherlich absurd erscheinen, dass dies ausgerechnet von jenen gewünscht wird, die zuvor diese Regimes gestützt haben. Es mag auch richtig sein, dass sie dies eventuell aus den denkbar falschesten Gründen tun. Nichtsdestotrotz ist es richtig, was sie wollen. Fraglich ist in der Tat allerdings, wie dies vonstatten gehen soll und ob es auch funktioniert. Zuletzt, Sie erinnern sich, es geht immer noch um den Krieg. Ob er zu befürworten sei oder auch nicht, habe ich gesagt, könnte ich nicht beantworten. Das brauche ich auch überhaupt nicht. Die irakische Bevölkerung tut es nämlich in der Tat überall dort selbst, wo sie die Möglichkeit erhält, die Stimme zu erheben. Und das ist nicht nur im Exil. 4 Millionen Iraker halten sich außerhalb des Iraks im Exil auf. Das ist nicht nur im kurdischen Nordirak. 3,5 bis 4,5 Millionen Iraker leben im kurdischen Nordirak seit 1991 nicht mehr unter der Kontrolle des irakischen Baath-Staates. Das ist immer stärker auch im Irak selbst, wie beispielsweise diese International Crisis Group feststellen musste, die durch den Irak gefahren ist. Nun muss man sich das vorstellen, man kann keine Umfragen einfach so im Irak machen. Also es ist schon sehr brisant, als Iraker bei einer solchen Befragung dann tatsächlich eine Kritik am Regime zu äußern, die aber bei dieser Umfrage im Irak feststellen mussten, dass sie praktisch niemand gefunden haben, der irgendetwas gegen diesen Krieg einzuwenden hätte. Die irakische Bevölkerung will nicht Krieg, sie sind nicht verrückt, sie sind keine Bilizisten, sie sind nicht irgendetwas anderes. Wo man sie fragt, wollen sie keinen neuen Krieg, sondern den alten, den permanenten Krieg, unter dem sie leiden, den der baathistischen Diktatur beenden. Alleine, und das hat sich gezeigt, können sie das nicht tun. Ein anderer interessierter Dritter, das wäre eine Lesweise, als die USA es für sich derzeit nicht zu haben. Die andere Lesweise wäre, es gibt wohl derzeit auch keinen besseren interessierten Dritten für sie. Aus der beschriebenen Dynamik nämlich heraus sind es die USA und nicht die Europäer und nicht die Deutschen mit ihrer Volkstümelei als einzige Macht von außen, die derzeit ein Interesse daran hat, dass eventuell tatsächlich ein demokratischer, föderaler, demilitarisierter irakischer Nationalstaat entstehen könnte. Das, worauf sich die irakische Opposition geeinigt hat. Wie die Befreiung, die mit dem Sturz Saddam Husseins einhergehen wird, und sie wird, egal was passieren wird, eine Befreiung sein, objektiv auch immer aussehen mag. Sie ist selbstredend nicht ein Ende von Abhängigkeit und kapitalistischer Herrschaft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber scheint vielmehr
die Regierung des am weitesten fortgeschrittenen kapitalistischen Staates, nämlich der USA, zu glauben, ein demokratischer Staat würde ihren Interessen wirksamer und dauerhafter dienen als die Aufrechterhaltung einer durchgeknallten Diktatur. Genau darin liegt die große Hoffnung, der sich die irakische Opposition verschrieben hat. Und genau darin könnte ganz praktisch und konkret eine Befreiung bestehen, eine Befreiung der Menschen, meinetwegen, wenn Sie so wollen, in das Diktat des Marktes hinein. Eine Befreiung von einer Diktatur, in der sie nämlich als Einzelne, nicht einmal als wertschaffendes Subjekt irgendetwas zählen, irgendetwas wert sind. Daraus alleine ergibt sich im nächsten Schritt, aber das ist Zukunftsmusik und ich weiß auch nicht, ob es so kommen wird und ich sage, möchte es auch nicht prophezeien, daraus könnte sich alleine jede weitere emanzipatorische Perspektive erst erschließen. Denn jede weitere Möglichkeit auf Befreiung, nämlich, muss im Irak erstmal restituiert werden. Die Voraussetzungen, unter denen Arbeiter, Lehrer, Schüler, Frauen, Bauern für ihre Rechte sich organisieren können, müssen erst geschaffen werden. Diese Perspektive ist keine rein antideutsche, sie ist keine bellizistische oder was auch immer, sondern eine zutiefst internationalistische. Das Subjekt nämlich, das Gegenüber, an das sie sich wendet, ist die irakische Bevölkerung und sind die Menschen im Irak. Das Ziel ist deren Befreiung von einer faschistischen Diktatur. Daraus erklärt sich umgekehrt auch, warum es die vielbeschworene linke Antikriegsbewegung bislang nicht gibt, sondern nur eine deutsche Friedensbewegung. Sie hat nämlich niemand, dessen Befreiung sie sich wünscht. Ihr Adressat ist nicht die irakische Bevölkerung, sondern das irakische Volk, das auf jedem Flugblatt auftaucht. Und damit landet sie zwangsnotwendig bei der Aufrechterhaltung einer unhaltbaren Herrschaft, die beständig den Willen des arabischen Volkes mit den Zielen diktatorischer Eliten in eins setzt, wie es Saddam Hussein und alle anderen baathistisch-arabisch-nationalistischen Parteien ständig vormachen. Ich habe, und dies jetzt wirklich zum Ende, ich habe von der unterschiedlichen Perspektive gesprochen, die wir einnehmen, die besteht, und das nicht erst seitdem der Irak ins Visier der amerikanischen Regierung geraten ist, wie mitunter ein billiger Witz behauptet wird. Sie rührt daher, dass ich mich den Menschen im Irak eben nicht neutral verhalten kann und das auch nicht will. Es ist mir nämlich ganz höchst persönlich ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dass dieser Faschist Saddam Hussein und seine gesamte Baath-Clique endlich gestürzt und zum Teufel gejagt werden. Weil mir etwas am Irak und weil mir etwas an den Menschen des Irak liegt und weil mir auch etwas an der ganzen Region und an Israel liegt. Es ist sicherlich fraglich, und darüber werden wir auch diskutieren, es ist sicherlich fraglich, ob das mit dem amerikanischen Establishment geht, die man im Moment als objektive Verbündete hat, mit der deutschen Friedensbewegung, der deutschen Bundesregierung, die sich ihr eingegliedert hat, geht es auf gar keinen Fall, und ich denke, es geht auch auf gar keinen Fall mit einem Pazifismus, der kein Pazifismus sein will und deshalb auf Friedensbewegung geht. Danke. Ja, ich danke dem Thomas Uwe und ich habe eigentlich gleich mal zwei kleine Fragen. Erstmal an dich. Wir haben hier verschiedene Zahlen gehört. Mich würde es einfach mal interessieren. Du sprichst von 500.000 Embargo-Toten im Irak. Du hast jetzt eine Zahl genannt, 1 Million Tote, die auf das Konto von Saddam Hussein gingen. Woher stammt zum Beispiel diese Zahl? Also nicht, dass ich deine Schilderung bezweifeln will, aber es sind so Zahlen oft dann im Spiel und die eine ja, es gibt ja diese, also aus diesen Zahlen, weil in der Tat in diesem Buch, an dem ich auch mitgeschrieben habe, auch steht, dass das irakische Regime 1 Million Opfer gefordert hat. Daraus ist dann sofort die Millionenlüge gemacht worden. Das ist ein altbekanntes Ding. Kriegszeiten sind Propagandazeiten. Das steht so im Lehrplan der deutschen Mittelklassen. Deswegen ist alles Propaganda, was der deutschen Überzeugung widerspricht. Und deswegen ist auch egal, was passieren mag im Irak, jetzt schon sozusagen vorgefertigt. Mir darum, einerseits festzustellen, welche Möglichkeiten gibt es, Saddam Hussein zu stürzen, weil es mir ein Anliegen ist, weil ich möchte, dass dieser Mann gestürzt
wird. Es ist derzeit sicherlich fraglos so, dass Saddam Hussein nicht ohne Gewalt gestürzt wird. Ich kann allerdings nicht sagen, wie dieser Krieg aussehen wird. Ich kann auch nicht sagen, wie viel Opfer er erfordern wird. Es gibt diese Schätzungen, die sind dann wirklich verrückt, weil die sind nicht belegbar. IPPNW geht von 4 Millionen irakischen Toten aus. Die haben sie damit hochgerechnet, dass sie der festen Überzeugung sind, die amerikanische Armee wirft eine Atombombe auf Bagdad. Das sind dann 4 Millionen Einwohner minus 4 Millionen gleich null. Und dann hat man die Toten zusammengezählt. Das halte ich für ausgesprochen fragwürdig und wirklich gruselig, wenn jetzt permanent dieser Bodycount in die Zukunft aufgemacht wird. Ich kann dazu nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir werden vielleicht uns erstmal über die möglichen Gründe für diesen Krieg unterhalten. Ich bleibe nochmal kurz bei dir, sei mir entschuldigt. Ich verstehe dich so, dass du davon ausgehst, dass die USA nach dem 11.09. praktisch eine veränderte Nahostpolitik betreiben. Frage ich dich trotzdem, denkst du denn, dass Ölinteressen im Prinzip überhaupt keine Rolle spielen oder welche Rolle spielen sie in deiner Sicht der Dinge? Selbstverständlich gehe ich und ich setze es einfach voraus. Ich würde es nur nicht so an die große Glocke hängen, weil dann sieht es immer so aus, als ob es um gar nichts anderes mehr ging. Selbstverständlich geht es im Nahen Osten immer auch um Öl. Die Situation, die Lage im Nahen Osten und die Verfasstheit der Staaten im Nahen Osten und die gesamte Politik in den letzten 50 Jahren ist im Nahen Osten unter anderem deswegen so, wie sie ist, weil der Nahe Osten auf einer riesen Öllache sitzt. Das ist in der Tat so und es ist auch nicht davon auszugehen, dass die USA nun eine völlig eine interessenlose Politik im Sinne irgendwelcher Menschen betreiben. Interesselos, das ist immer das erstaunliche Argument der deutschen. Interesselos kommt scheinbar ja immer die deutsche Außenpolitik daher. Die amerikanische Außenpolitik will Interessen sichern. Und das ist diese Interessenkonstellation, um die es geht. Es geht nicht darum, dass völlig interessenlos, völlig ohne jedes Interesse an einer wirtschaftlichen Verwertung und Ausbeutung und auch an einer Kontrolle der wirtschaftlichen Ressourcen, völlig unabhängig davon, der Irak befreit wird, weil man entdeckt hat, dass man etwas gegen Saddam Hussein hat und sich einfach jahrelang in ihm geirrt hat. Es geht darum, dass derzeit, so hoffe ich und ich denke, es spricht sehr viel dafür, eine Interessengleichheit besteht. Dass nämlich sich die Idee durchgesetzt hat oder haben könnte, dass mit einem demokratischen Irak und auch mit einem demokratischen Nahen Osten wesentlich langfristiger, dauerhafter diese kapitalistische Ordnung im Nahen Osten organisieren lässt, als mit faschistischen oder klerikalen Diktaturen, wie es bislang der Fall ist. Und das geht über den Irak selbstverständlich hinaus. Also es dürfte niemandem entgangen sein, dass der angedrohte Sturz Saddam Husseins auch eine Drohung ist gegenüber den ganzen anderen Regimen. Eine Drohung ist, Thomas hat es ja auch richtig erwähnt, eine Drohung ist, die in anderen Staaten auch so aufgenommen und aufgefasst wird. Der arabische Nahe Osten befindet sich in heller Aufregung. Die Regierungschefs aus Syrien, aus dem Libanon, gut, die haben nicht viel zu sagen, aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und so weiter, drängen die irakische Regierung, den Saddam Hussein, er soll doch jetzt ins Exil gehen, damit es da zu keinem Umsturz kommt und so weiter und so fort. Es geht, denke ich, darum, diese Ordnung im Nahen Osten grundsätzlich neu zu fassen und bei dieser Neuordnung geht es auch um eine partielle Befreiung von Menschen. Ja, dann frage ich den Thomas Ebermann. Du hast ja schon die Rolle des Öls dort sehr betont. Hast du nicht selber Angst? Du hast ja vorhin zur Spaltung der Friedensbewegung aufgerufen. Hast du nicht selber Angst, dass du, wenn du dieses Argument so betonst, eigentlich auch zum Mainstream gehörst? Wenn man den Spiegel anguckt, der auf seinem Titelbild Blut für Öl, kein Blut für Öl etc. fordert. Es gibt ja schon auch inzwischen Berichte, die dieses Argument ein bisschen relativieren. Es ginge nur ums Öl. Hast du da nicht Angst, dass du dich selber in diese Friedensbewegung reinbegibst, wenn du das in den Mittelpunkt stellst? Oder siehst du gar keine anderen Gründe, die darüber hinausreichen? Doch, ich habe viele andere auch genannt. Also ich reflektiere, bevor ich rede, wo ich bin. Lass uns das doch mal ganz klar sagen. Solche
Leute wie Thomas Uber oder ich werden in nächster Zeit wahrscheinlich relativ oft zu diesem Thema in irgendwelchen Städten auf Podien oder Alleinvortragende sein. Und das ist völlig meine Erwartung. Im Regelfall wird die Polarität gegen die deutsch-hoffnungsfrohen und deutsch-nationalen Argumente laufen. Dies ist eine Ausnahmesituation hier. Kennen ja die Leute. In diesem Milieu, in dem ich heute bin oder was ich davon denke, ist, na, ich denke, dass so man so viel Jungle Bird liest. Weil das eine Jungle Bird-Veranstaltung. In diesem Milieu, also wer jetzt gekränkt ist, der scheidet aus. In diesem Milieu, also denke ich, es gilt, überhaupt die Bedeutung von materiellen Interessen instand zu setzen. Das ist für mich die Zeitung der Diskurstheorie. Die findet das viel spannender. Mit aber den Diskursen. Waren es nicht sehr materielle Interessen, die er auch angesprochen hat, jetzt zur Situation im Irak? Das ist ja nicht nur Diskurstheorie. Nein, das waren überhaupt nicht. Ich sag ja, sehr materielle Geschichten, die er da jetzt geschildert hat, oder? Ja, aber ich habe vor, als es um Afghanistan, also als es um Sachen rund ums Kaspische Meer ging, den Satz habe ich so oft zitiert, deswegen kann ich ihn fast auswendig wiederholen, traf ich auf die Aussage, Öl sei längst unwichtiger als Limonade. Das ist die Konfrontation, die ich zunächst einmal verfolge, um überhaupt die Frage klären zu können, warum ist der Deutsche, wie auch ganz besonders der amerikanische Scheinwerfer, auf diese Ecke der Welt gerichtet. Wenn ich die, und ich habe überhaupt keinen Grund, die Zahl 1 Million oder so etwas zu bezweifeln. Ich bin oft in Konstellationen, wo ich von A bis Z spüre, dass ein Teil derer, die sich Friedensbewegung nennen, das nicht hören mögen. Es ist wirklich diese Sehnsucht, die der Rupp ausgedrückt hat da. Das waren die Iraker gar nicht mit dem Giftgas gegen die Kurden. Eine mörderische Sehnsucht ist das. Hat zunächst einmal gar nichts damit zu tun, für wie emanzipatorisch ich bestimmte Bestrebungen halte oder nicht. Ich weiß doch, um das Thema kurz zu wechseln, nur kurz, was dem einfachen kurdischen Menschen in der Türkei angetan wurde. Und ich habe immer darüber gesprochen, in Abstraktion, in relativer, im ersten Zug, in Abstraktion dazu, was ich von der PKK halte. Ich habe eine schweineschlechte Meinung von der PKK. Und auch eine persönlich begründete schweineschlechte Meinung von diesen Leuten. Aber damit leugne ich doch, damit wäre ich doch verrückt zu leugnen, was das türkische Militär da reingeknallt hat, was das an Dörfern zerstört hat, in Wehrdörfern zusammengepfercht hat und so weiter. Ich kann also erstmal sagen, die Fakten in dem Buch, also für das du hier auch ein bisschen Reklame machst, müssen zur Kenntnis genommen werden. Ich komme zu völlig anderen Schlüssen. Aber wer das braucht, sozusagen, vielleicht hat Saddam doch nicht so viel gemacht oder irgendwie ist er doch Anti-Imperialist, ist ganz anders mein Feind als der, der Fakten, Wahrheiten zur Kenntnis nehmen will. Das gilt übrigens für viele Regionen der Welt. Öl ist der Grund oder ist ein Schlüsselgrund, warum woanders, in anderen Regionen der Welt, in gleichen oder meinetwegen auch quantitativ höheren Ausmaß gemetzelt werden darf und das in den imperialen Zentrum schlicht und einfach gleichgültig ist. Gerade wegen der Zahl 1 Million. Oft wird auch gesagt, in Ruanda ginge es um die Größenordnung 1 Million. Ist jetzt egal, wenn du denkst 1,4 Millionen und hier denkt jemand 800.000, das soll das Argument nicht tragen. Kissinger schreibt in seinem Buch, ein relativ kleiner Militäreinsatz hätte genügt,
um in Ruanda den Morden ein Ende zu machen, aber es entsprach nicht unserem nationalen Interesse. Diese Gleichgültigkeit gegenüber dem ökonomisch irrelevanten Flecken der Welt und dem ökonomisch relevanten, aber auch gegenüber dem in der Bestialität herausragenden und weil es funktioniert, unbeachteten Flecken der Welt. Ich nehme noch eine Zahl, auch die kann einer, der sich besser auskennt als ich, meinetwegen relativieren. Man sagt, der sogenannte Bürgerkrieg in Angola habe im Moment 3,5 Millionen Tote auf dem Puckel. Also vom Tag der formellen Unabhängigkeit Angolas bis heute. Die MPLA, die ich mal unterstützt habe, in den 70er Jahren, für die ich gesammelt habe und sowas, realisiert die amerikanischen Ölinteressen in Angola, die quantitativ unvergleichlich sind mit denen des Irak, vorzüglich. Und kein Schwein interessiert deswegen diese Ecke der Welt. Ich will also zunächst mal ausdrücken, wenn Kissinger oder Brzezinski sagen, Zugriff und Sicherung von Transportrouten der Energieträger kann, nachdem die Klammer Realsozialismus entfallen ist, die westliche Welt wieder in konkurrierende Nationalstaaten zerfallen lassen, ist diese grundlegende Erkenntnis zunächst mal absolut nötig, damit wir auf gar keinen Fall an dem Punkt einen Wettlauf machen, reaktionäre und bestialische Systeme, Staaten irgendwie gegeneinander zu relativieren. Welches Interesse soll ich haben, gegen Thomas Uber ins Feld zu führen, dass die indonesische Macht mehr als 1 Million Tote auf dem Puckel hat? Ich habe keins. Es könnte nur dazu führen, dass Saddam relativ besser ist oder sowas. Und es könnte nur zu dem blöden Argument führen, ja, dann soll der Imperialismus sich mal um alles kümmern, sonst finde ich ihn unglaubwürdig. Da ich beides nicht verfolge, halte ich davon gar nichts. Es geht immer, wenn Krieg geführt wird, nicht nur um den materiellen Zweck des Krieges, sondern es wird immer eine Tatsache in die Welt gesetzt, die habe ich versucht zu umschreiben mit, wer kann Souveränität nehmen und wer kann Souveränität garantieren. Etwas zu buschikos ausgedrückt, geht es bei Kriegen immer auch darum, einen zu bestrafen und 100 zu erziehen. Dieses Wort stammt nicht von einem US-Imperialisten, sondern von Stalin. Einen bestrafen, 100 erziehen heißt, alle vor die Abwägung zu stellen, wie riskant es ist, dysfunktional zu sein. Es geht selbstverständlich auch immer um solche gigantischen Fragestellungen wie der zweitwichtigste Exportgut, also Voraussetzung für die Wiesenbeschaffung und Realisierung von Staatshaushalt für Russland, ist der Waffenexport. Und die gucken natürlich auch in so einer Dimension auf eine Fragestellung, die da lautet, was bedeutet, wenn uns dieses Land, was uns im Moment sehr viel abkauft, nämlich der Iran, verloren geht, jenseits der Frage von Öl. Ich habe doch hier kein gutes Wort zu China gesprochen. Ich habe gesagt, die brauchen diese Energieträger, und zwar wahrscheinlich absehbar eine Importquote von Öl und Gas, die um 90% liegt, um ihr die Menschen fertig machendes Projekt der nachholenden Akkumulation überhaupt hinzukriegen. Wer sich auf diese Tatsache nicht einlässt, sondern denkt, ach da, manchmal kommen so Brainstorm oder Think Tanks so ins Grübeln und dann entwickeln sie mal eine andere Doktrin und die ist jetzt ganz schön demokratisch, der macht immer eins. Und das ist das, ich kann doch heute Abend nicht absolut recht behalten. Ich kann eigentlich immer nur den Appell sagen, Leute, besteht auf Auswertungen. Wie viel habt ihr in der Jungle World, jetzt kriegt ihr ein bisschen viel ab, weil ihr Gastgeber seid, gelesen zum Thema, auch der Jugoslawienkrieg bietet einige Chancen.
Ich sage nicht, alle Autoren hätten so, sondern immer die Schönheit der Welt, Chancen und Gefahren. Da war gerade eine Hauptaufgabe, dass wir keine jugoslawische Fahne tragen durften. Genau aus Anlass des Krieges mussten wir die Gefahren von Milosevic Nationalismus entdecken. Auswerten will ich. Haben die ein Jota Recht behalten, die mal von Marshallplan und mal von Neuordnung der Region mit ökonomischen Impulsen geredet haben, oder haben sie es gar nicht? Warum ist in der Linken, die ja wirklich geschwärmt hat von den Möglichkeiten, wie es in Afghanistan nach dem Krieg, der jetzt nicht zu Ende ist, aussehen wird, kein Bedürfnis nach Auswertung? Warum feucht man dem Scheinwerfer, der auf kriegsbedingte Regionen geworfen wird, im Rhythmus des Scheinwerfers und nicht im Rhythmus linker Analytik? Das ist eine Schlüsselfrage. Wir können uns nicht verabreden, weil euch das nicht interessieren wird, wenn es 2, 3, 4 Jahre vergangen sein werden. Und wir stellen mal auf die Probe, was hat Thomas Uwe damals geschrieben oder Thomas von der Ostensacken und was hat der Ebermann geschrieben und gesagt. Sondern es wird um irgendeinen anderen Krieg gehen. Die Hälfte von euch wird Diskurstheorie spannender finden, das weiß ich. Und die andere Hälfte wird sagen, das ist doch aber im Moment eine ganz spannende Entwicklung woanders und die birgt Chancen und Gefahren. Der Thomas Terminus. Wollte dir gerade schon was erwidern, ja. Wenn du ihn lässt. Was? Ja, ich versuche es zumindest. Also wir waren jetzt gerade beim Aussitzen und es ist sicherlich richtig, wenn man nur lange genug wartet, hat man auch die Krise ausgesessen, auch als Linker. Man hat auf vielen dieser Veranstaltungen rumgesessen, deswegen strecke ich mich die ganze Zeit so, weil mir der Rücken wehtut von diesen komischen Stühlen und hat sich da alles Mögliche permanent angehört. Also es geht, das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es im Nahen Osten immer auch und immer auch zentral um Öl geht. Es geht sicherlich auch um ganz viele andere Sachen auf unzähligen Veranstaltungen, wenn es irgendwie um Palästina, Israel oder die Kurden und den Nahen Osten und Syrien ging, habe ich mir auch schon bereits wahrscheinlich vor 10 Jahren oder 15 Jahren zum ersten Mal angehört, dass es natürlich auch die zukünftigen Kriege um Wasser sein werden, vor allem die im Nahen Osten. Wir warten seitdem auf den Krieg um Wasser. Nun, einen Krieg um Öl oder zumindest auch um Öl hat es gegeben, aber es gibt keinen Grund, permanent und zwanghaft und immer wieder, immer nur bei diesem Argument des Öls zu landen. Der letzte Golfkrieg hat den USA aus dieser Perspektive reichlich wenig gebracht. Bekanntermaßen sitzen die Marines nicht seitdem auf den kuwaitischen Ölquellen. Sie haben insgesamt auch ganz wenig geändert, wie unterm Strich mehr oder weniger so viel auch zu den Prognosen 10 Jahre später oder 12 Jahre später, die gestellt wurde, insgesamt auch weder ein Vernichtungskrieg stattgefunden hat, noch die ganze Region in einem Flächenbrand entbrannt ist und was alles noch an Theorien entworfen wurde, eine US-Hegemonie, eine neue Weltordnung, die sich ruckzuck als eine uralte und die ziemlich öde alte, vor allem im Nahen Osten herausgestellt hat. Also es geht, wenn wir in den Nahen Osten sprechen, meinetwegen um Öl, es geht aber auch um wesentlich mehr. Es geht, und so wird nämlich umgekehrt ein Schuh daraus, vor allen Dingen Deutschland im Moment, zumindest nicht, wenn man voraussetzt, dass sich das deutsche Establishment und als deren Vertreter verstehe ich die Bundesregierung, das deutsche Establishment versucht rational seine ökonomischen Eigeninteressen zu verfolgen, dann kann diese Irak-Politik derzeit nicht nachvollzogen werden. Da geht es offensichtlich nicht nur darum, sich Ölquellen zu sichern, weil so schlechte Berater kann man und kann auch die Bundesregierung nicht haben, um zu wissen, dass Saddam Hussein, dass der abgehalfterte Diktator, auf den sie gerade sitzen, nicht mehr lange im Amt sein wird. Und sie tun reichlich wenig dafür, ihre Interessen zu sichern. Es geht dabei um wesentlich mehr. Fangen wir bei den Deutschen an, bei den Deutschen, und da hört man das Gemurmel von der Friedensbewegung genauso wie das der Regierung. Geht es permanent auch um eine Konfrontation mit den USA, die weit tiefer geht als nur eine rein militärische Konfrontation oder eine rein ökonomische Auseinandersetzung. Die militärische Konfrontation, die wünscht man sich ja am Ende, wie der Herr Scholler-Tour in der jungen Welt dargelegt hat.
Es geht auch permanent, wenn über den Irak gesprochen wird in Deutschland, geht es auch permanent um Deutschland. Es geht darum, dass wenn man sieht oder erwartet, dass amerikanische Bomber über den Irak fliegen werden, dass man sofort wieder britische und amerikanische Bomber über Hamburg, Nürnberg, Würzburg und Dresden halluziniert. Heute ist ja der Tag, an dem in Dresden mal wieder viel Tränen vergossen werden über die Tatsache, dass vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Bomber Harris, Sir Arthur Harris, die Stadt bombardieren lässt. Und auch heute wurde in Dresden im Friedensgottesdienst nicht nur der Opfer von einst, sondern auch der Opfer von morgen, nämlich der neuen Opfer der Amerikaner und der Briten gedacht. Das alles geht zusammen, das alles muss man auch in den Blick kriegen und das kriegt man nicht in den Blick, wenn man zwanghaft permanent immer nur und beständig auf Öl insistiert. Das Zweite, was man in den Blick kriegen muss, und ich habe versucht, es anzudeuten, ist tatsächlich eine politische Neugestaltung des Nahen Ostens, von der man halten kann, was man will, die aber, und darauf zieht, glaube ich, amerikanische Politik im Moment ab, die aber auf der Tagesordnung steht. Und bei dieser Neugestaltung geht es in der Tat darum, nicht nur das Personal auszuwechseln, weil es ist durch die Bank unzuverlässig, sondern es geht darum, eine Art neuem System aufzubauen. Ob es eine, wie du sagst, ein Protektorat sein wird, wobei ich auch deine These, dass amerikanische Politik halt die Protektoratspolitik sei. Also bislang hat sich im Gegensatz, also ich habe immer die deutsche Politik auf dem Balkan war immer eine Protektoratspolitik. Man fällt da ein, zerlegt alles in kleine ethnisch homogene Teile, macht daraus Enklaven, weil das Ganze nicht funktioniert, setzt man die Bundeswehr als Blauhelmsoldaten rein und tauft sie am Ende um und man hat eine dauerhafte Besatzung und am Ende nicht mehr genug Soldaten, die irgendwie zu Hause die Stube fegen können. Das ist klassisch deutsche Politik. Es ist eben nicht das, was ich als, nennen wir es US-Imperialismus, kennengelernt habe, die nämlich vermittelte Politik, vermittelte Herrschaft ist, über lokale Eliten, die vor Ort die Macht und die Aufrechterhaltung der Interessen garantieren. Und das haben sie im Nahen Osten immer gemacht. Es geht also, denke ich, um darum, einen Nahen Osten zu schaffen, der aus amerikanischer Perspektive amerikanischen Interessen dient. Und dieser Nahe Osten wird ein, und darauf, denke ich, läuft es derzeit hinaus, wird ein Nahe Osten sein, in dem man versucht, Nationalstaaten zu errichten, die es im Nahen Osten, im arabischen Nahen Osten, mit Ausnahme Israels nämlich, im arabischen Nahen Osten nicht gibt, eine nationale Opposition zu fördern, sie nach oben zu bringen. Und daraus entspringt eine neue Gestaltung, die, auch wenn die Ölinteressen alle dieselben alten bleiben werden, so viel Neues bringt, dass wir uns danach gerne wieder bei der von dir eingeklagten Rückschau auch wieder über Öl und wie es sich weiterentwickelt hat, unterhalten können. Ich verstehe nur nicht ganz deinen Optimismus. Also müsste ich die Frage von Thomas hier nochmal oder den Punkt nochmal aufgreifen. Wenn man sich Afghanistan anguckt, ein Jahr danach oder eineinhalb Jahre danach, wo verschiedene Warlords wieder das Sagen haben, was stimmt dich da so hoffnungsfroh, dass es im Irak dann anders laufen könnte? Also erstens ist es kein es ist in der Tat kein Optimismus, sondern ich glaube, es ist die schiere Alternativlosigkeit. Die Alternative ist die totale Barbarei. Saddam Hussein, der nämlich für mehr steht als nur das irakische Baas-Regime, der steht für einen panarabischen, total kaputten und abgehalferten Nahen Osten, der sich gerade in einem anti-amerikanischen und antisemitischen Aufstand bahnbricht. Dafür steht Saddam Hussein. Die Alternative ist, wenn er gewinnt, hat einmal mehr sich die Logik durchgesetzt, die am 11. September sich schon durchgesetzt hat. Wenn man nur starb, brutal und ignorant und blöd genug ist, dann hat man auch auf jeden Fall Erfolg. Und am Ende werden wir die Amerikaner und die Juden und alle in die Knie gezwungen haben. Das ist die Alternative, die Saddam Hussein derzeit anbietet. Demgegenüber ist eine dieses, was ich versucht habe zu beschreiben, etwas zu knapp vielleicht oder etwas unverständlich vielleicht. Diese Alternative, das ist einfach alternativlos. Das heißt, es ist kein Optimismus, den ich verbreiten will, sondern man hat die Wahl zwischen der absoluten Barbarei und der Möglichkeit, dass irgendetwas entstehen könnte. Diese Möglichkeit kann man fördern, die können wir sicherlich kaum fördern. Sie wäre aber zu fördern, dass so etwas gelingt, beispielsweise indem europäische Regierungen anders ticken. Europäische Regierungen ticken aber so, wie sie immer getickt haben, nämlich indem sie nach den Kategorien ethnischer, völkischer und sonstiger Vergemeinschaftung folgen und eben schon wieder glauben, dass der Irak Afghanistan sei, indem sie sofort aus dem Stegreif jeder 15 verschiedene ethnische Volksgruppen im Irak aufzählen kann und jeder sofort davon ausgeht, dass im Irak dasselbe passieren wird in Afghanistan, nämlich eine Warlordisierung. Ich glaube, der Thomas muss irgendwas sagen. Nein, ich bin einfach... Wartest du noch?
Christ, wenn du nicht in der Kategorie des nationalen Interesses, das bekanntlich in einer Klassengesellschaft weder durch Wahlen noch durch Umfragen ermittelt wird, wenn du nicht in dieser Kategorie denkst, kannst du gar nichts begreifen. Du sagst die europäischen Regierungen, also Berlusconi, die spanische Regierung, die britische Regierung, das sind jetzt die, die menschenfreundliche Optionen eröffnen, die belgische nicht. Also wie willst du, wenn sich weltweit eine neue Machtkonstellation eröffnet, der deutsche Traum, von dessen Realisierung ich nicht überzeugt bin, aber den kenne ich, lautet, Fischer sagt das, wir sind eigentlich der Westteil der eurasischen Landmasse. Wir müssen eine Allianz, die Putin vorgeschlagen hat, bei seiner berühmten Rede im Bundestag, lass uns unsere Waffentechnik, unsere Ressourcen, unser Menschenmaterial strategisch zusammenlegen und aus deren Grund ja die Beobachtung, dass Schröder öfter nach Peking als nach Washington reist, richtig ist, weil sie diese Ambition haben. Die Ambition, die Erkenntnis, wir können gegen die Weltmacht Nummer 1 nur auflaufen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Gegen diese Ambition, die eine niederträchtige ist und, wenn sie funktioniert, vielen Millionen Menschen das Leben kosten wird, manch Stellvertreterkrieg erzeugen wird und so weiter, steht eine amerikanische Ambition, die sagt, das soll nicht geschehen. Wir wollen die Regulative über den chinesischen Akkumulationsprozess haben. Natürlich schöpfen wir da manchmal mehr Wert ab und wollen das nicht morgen oder übermorgen in Klump hauen. Wir stellen die russische Außenpolitik vor die Fragestellung, wollt ihr mit diesen Deutschen und in Klammern Franzosen, die euch so drangsalieren, bis ins Symbolische, dass ihr nicht mal Transitrechte für Kaliningrad kriegt, die auf jede Schuldentilgung pünktlichster Art bestehen und die selbst auch manchmal dafür sorgen, dass bestimmte Abnahmevorgänge an eurem alten Südgürtel von denen mitgestaltet wird. Kasachstan ist kein unbedeutendes Land. Wollt ihr es mit denen der Washington Post einen ganz interessanten Artikel gesehen, das halte ich jetzt für amerikanische Außenpolitik. Wer also nicht begreift, dass das in der Hoheit imperialistischer Staaten ist und nicht im Wesen, jeweilige Begründungen zu konstruieren. Und in dem Krieg von 1991 hat die amerikanische Administration, alles was Rang und Namen hat, viel dezidierter, ich sag mal in Klammern erfrischend, für jemanden, der Moral mehr hasst als die Artikulation von Interessen. Dazu gehöre ich. Erfrischend gesagt, das geht um unser Öl. Dann gab es eine Debatte, dieses Argument ist weltweit schädlich. Jetzt gibt es eine Debatte, dann begründen wir den gleichen Ramsch eben anders. Und dann laufen Leute auf und sagen, das finden wir aber spannend und glauben wir. Das ist der Kern des Vorgangs überhaupt. Und wer also überhaupt versucht, moralisch Berlusconi gegen Schröder zu stellen und jetzt mal schnuppert, wer vielleicht der Bessere ist, der ist bereits auf dem Holzweg, nicht, weil ich jetzt Berlusconi als den hier bekannten Dämon unterstelle, sondern weil das nationale Interesse überhaupt nicht wesensmäßig von der Parteiform, vom Wahlkampf und sonst etwas beeinflusst ist. Da schon enthüllt wurde, dass ich mich prognostisch manchmal irre. Ich hätte das sonst auch freiwillig gesagt. Ich habe auf diesem Konkretkongress vor nunmehr 12 Monaten eher prognostiziert, dass Deutschland untergeordnet an einem Irak-Feldzug mitwirken wird. Ich habe hier in meinem Referat gesagt, nicht der Fehler des Milieus, aus dem ich komme, ist, diese Weltkonfrontation zu beschreiben, sondern prognostisch vertut man sich oft, wenn man denkt, können die das zu dem und jenem Zeitpunkt schon wagen. Wenn es also
Wenn ich also jetzt wieder eine Prognose mache, so bitte ich die als nicht wichtig zu nehmen. Weil da kann man sich sehr irren. Ich habe stark das Gefühl, dass behauptet wird, es geschehe aus anderen Gründen, aber dass Schröder seine Kanzlerschaft verlieren könnte, weil die Artikulation oder die Berechnung des nationalen Interesses ihn als zu weit vorpreschend definieren. Dann wird, natürlich sagt man dann das aus anderen Gründen, dann wird Klose vielleicht Außenminister, von Politik verstehe ich ja nicht viel. Über die Große Koalition. Von Politik will ich nicht viel verstehen. Was ich sagen will, ist, wir müssen ein bestimmtes Niveau, und dazu lese ich jetzt ein absolut gegnerisches Zitat vor, ein bestimmtes Niveau dürfen wir nicht unterschreiten. Es ist das Zitat eines Kriegsbefürworters von 91. Der Krieg um Kuwait als bewaffneter Konflikt zwischen Weltpolizei und Ruhestörer, als gewalttätige Auseinandersetzung zwischen dem Imperialismus der kapitalistischen Demokratien und dem notwendig, da aus Mangel ökonomischer Ressourcen autoritären Subimperialismus Iraks, mag ausgehen, wie immer er will. Kriege gehören zum Kapitalismus, wie Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Erdbeben zur Natur. Ich habe das aus Spaß vorhin schon mal eingeflochten. Wie bei jedem Krieg als einem gesellschaftlich organisierten Naturereignis, zu dem alle ihr Schärflein beitragen, ohne es nachher gewesen zu sein, geht es auch bei diesem Krieg nicht um die Frage, wer ihn gewinnt, sondern einzig darum, dass er endlich aufhört. Also, ich übersetze mal, nicht beginnt. Weil bestenfalls zur Debatte steht, wer zwecks Erzeugung von Kampfmoral und Beschaffung von Kriegsgründen über die besseren Lügen und die schlagkräftigeren Ideologien verfügt, ginge es in Wahrheit darum, die gesellschaftliche Voraussetzung des Krieges theoretisch wie praktisch zu kritisieren, das heißt die Geschäftsordnung und nicht den einzelnen Kuhhandel. Die zigtausend Toten, die der Krieg bislang schon gefordert hat, verlangen nicht nach Moralinspritzen oder Parteinahme für einen der Kontrahenten, sondern Widerspruch und Widerstand gegen die Bedingungen seiner Möglichkeit, das heißt gegen den Naturzustand, in dem sich die als Nationalstaaten verfassten bürgerlichen Gesellschaften notwendig befinden und dem es in letzter Instanz keinen anderen Richter geben kann als die Entscheidung der Waffen. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Sau, mit dem habe ich nur gestritten, 91, und der Autor heißt der Brun. Darf ich dir... Es hat noch etwas von, es soll nicht geschehen, es hat noch etwas davon, in der dritten Welt gibt es notwendig durch die Verhältnisse entstehende Diktaturen, und es hat noch etwas davon, dass eine Grundhaltung, es möge nicht geschehen, präsent war. Er hat ganz anders den Bogen gekriegt und die Passagen, die mich damals zur Weißglut getrieben haben, zitiere ich jetzt nicht. Nur was ich jetzt feststelle, ist, dass im Namen der Zivilgesellschaft selbst dieses bellizistische Niveau noch weit unterschritten wird. Aber ich muss dir doch eine Zwischenfrage stellen. Ja. Für mich hört sich das, du hast vorhin schon so eine Formulierung gebraucht, irgendein Krieg, aber... Du meintest auch selber die Auswertung. Und muss man da nicht auch sehen, im Kosovo-Krieg war ja auch viel die Rede von Pipelines. Es wurden Zinkvorkommen ins Feld geführt. Ich sehe nicht, dass die Amerikaner großartig an irgendwelchen Ressourcen im Kosovo interessiert wären. Sie sind scheinbar irgendwie gar nicht am Kosovo interessiert. Nein, aber das ist doch das damals... Lass mich kurz diese Frage stellen, dann kannst du sofort antworten. Mir ist es ein bisschen so allgemein, Krieg allgemein als Naturereignis, Krieg als Metaphysik sozusagen. Gab es nicht auch konkrete Gründe, zum Beispiel die Besetzung Kuwaits? Also ich meine, kann irgendein kapitalistisches System denn das zulassen, dass ein mittlerer Diktator praktisch an die Ölquelle geht und sie vollkommen besetzt? Also gibt es nicht für diese verschiedenen Kriege, die du jetzt alle subsumierst unter sowas wie irgendein Krieg, gab es da nicht schon auch spezielle Gründe? Waren die auch nicht unterschiedlich, diese Kriege? Doch, natürlich. Das Problem ist ja nur das. Nenne ich die konkreten materiellen Gründe, schalt mir die Frage entgegen, sprichst du heute nicht wieder zu viel über Öl und Pipelines?
nenne ich die allgemeinen Gründe, also zum Beispiel den Nachweis der Kraft, Souveränität zu nehmen und zu geben, schalt mir die Frage entgegen, sprichst du nicht ein bisschen zu metaphysisch über den Krieg als solchen? Spreche ich darüber, dass es keinen Protest oder einen kaum entwickelten Protest gab, als deutsche Soldaten nach Afghanistan und ans Horn von Afrika und so weiter gingen? Schalt mir die Frage entgegen, findest du es nicht aber ein Problem, dass die deutsche Friedensbewegung im Moment so wenig Einwände oder sogar unterstützende Maßnahmen ergreift, dass sie da nicht hingehen? Das ist doch der Witz. Wenn du mich fragst, ist es dir ein Problem, wie die deutsche Politik und auch Ideologie sich im Moment strukturiert? Dann sage ich sofort, das ist ein riesiges Problem. Aber meine Gegenfrage ist, war das der Jungle World ein Problem, dass deutsche Soldaten an Horn von Afrika und nach Afghanistan gingen? Oder wurde das subsumiert unter die Hoffnung oder die postulierten Hoffnung, was die Zivilgesellschaft da an Schönheiten implantieren wird? War das sozusagen subsumiert unter die berühmte Floskel Fanta statt Fatma und irgendwas auch noch statt Scharia? Das heißt, war es entmaterialisiert, der Vorgang? Selbst der Jugoslawienkrieg. Darf ich kurz zu der Formel Fanta statt Fatma? Ja, ich wollte das auch nicht mehr. Mir fiel leider keinen anderen Artikel ein, den ich zitiert habe. Ja, wird aber immer dieselbe zitiert. Ja, ist auch ein bisschen doof. Ich werde nachschlagen und bessere, skandalträchtigere Zitate finden. Was ich damit sagen will, ist, entweder kriegt, wer hierzulande Systemgegner ist, so eine Doppelung hin. Erstens spricht er wie die leider nicht vorhandene kommunistische Internationale. Das heißt, er betrachtet die Welt und schildert die relevantesten Vorgänge in ihr. Und zweitens reflektiert er, dass er kein deutscher Linker, sondern ein Linker in Deutschland ist, um eine schöne Vokabel zu klauen, und macht eine besondere Stoßrichtung gegen die Schweinereien, die hier laufen. Du hast es vorhin gesagt, der Trampert und ich sind auch manchmal mit so einem sarkastischen Programm unterwegs. Wir wollen uns mit dem Teil des Publikums erzürnen, was genau die Viertelstunde des Abends, wo wir all die Friedensfreunde, Grass und Sloterdijk und Habermas, also Philosophen, die sich gerade noch gar nicht mochten und jetzt am selben Ende des Taues ziehen, ohne Ende zur Schnecke machen. Weil wir überhaupt keine Lust haben darauf, irgendein Missverständnis aufzukommen, wir sind doch alles Friedensfreunde. Der Jugoslawienkrieg ist von Clinton nun mal definiert worden als einer der Schlüsselkriege, um der ehemaligen Sowjetunion, die dann Russland hieß, also der ehemaligen GUS, ihre Süd- und Südostflanke aus deutscher Sicht abzunehmen. Er ist so definiert worden, die Ansage ist präzise eingehalten worden. Die Pläne, diesen Südgürtel abzunehmen, da militärisch reinzugehen, sind durch den Afghanistan-Krieg oder durch die Allianz des Terrors weitgehend realisiert. Ich habe vorhin extra, weil ich überhaupt nicht glaube, dass alles flutscht. Ich glaube zwei Dinge nicht. Erstens, dass immer alles flutscht und zweitens, dass das eine relevante Angst vor der vielbeschworenen islamistischen Aufständen in der arabisch-islamischen Welt geben muss. Ich glaube, das kalkulieren die Amerikaner ziemlich kühl. Da laufen manchmal welche ziemlich wild rum, aber machen können sie nicht viel. Das ist meine Auswertung von Pakistan. Ich habe ungefähr 100 Leitartikel zum Thema gelesen. Musharraf wird sich nicht halten können, wenn er Alliierter der USA wird. Und er ist ein Despot. Ich weigere mich nochmal, irgendwelche Vergleiche mit Saddam Hussein anzustellen. Aber er ist ein Despot, der unglaublich viele Tote auf dem Buckel hat. Und er ist überhaupt nicht im Scheinwerfer. Und er ist ein wohlgelittener Despot. Ein Freund der USA, solange sie keinen besseren Freund haben. Das ist die Grundkonstruktion. Und dabei geht manchmal was schief. In Kasachstan haben die USA versucht, ein Schlüsselland der Region, nicht von der Bedeutung des Irak,
Russland und China einiges abzunehmen. Ein furchtbarer Despot ist der Präsident. Und nun lese ich in verschiedenen Artikeln, ich als fleißiger Zeitungsausschneider, in den USA gibt es bald große Prozesse wegen der Korruption von diesem Typen, der Milliardenbeträge aus den USA zum Erwerb von Konzessionen und Bau von Industrieanlagen angenommen hat und davon einen Teil in der Schweiz deponiert hat. Ich sage nur eins, dessen Korruptheit, die ich einfach als gegeben unterstelle, wäre niemals als störend thematisiert worden, hätte er, wie von ihm erwartet, die Russen und Chinesen daraus gekegelt. Aber es gibt chinesische Manöver, es gibt einen kleinen chinesischen Militärstützpunkt und der versucht, das zu machen, was man früher mal Schaukelpolitik nannte. Ich hasse solche Worte, weil ich von Politik nichts verstehen will, was aber die Ausspielung wechselnder imperialer Interessen zur Nutzung eigenen Vorteils genannt werden kann. Sie werden also ohne Ende auch Probleme haben. Ich spreche nicht von dem Durchmarsch der Amerikaner auf allen Feldern und dann ist die neue Weltordnung perfekt. Sie kalkulieren nur, dass all der Ärger, den man so hat, letztendlich doch gewinnbringend in der zwischenimperialistischen Konkurrenz eingesetzt werden kann. Und kein Mensch von uns, das zuletzt, kein Mensch von uns kann ausrechnen, ob der letzte Golfkrieg aus amerikanischer Sicht rentabel oder nicht rentabel ist. Schon deswegen, weil es keine Instanz außer höchst geheim in dieser Welt gibt, die jeweils wissen, welche nationale Ökonomie welchen Ölpreis zahlt und welcher Ölpreis sozusagen dem gedeckt Protegierten, also durch Schutzgeld gemildert ist. Sagen wir, das habe ich vorhin gesagt einmal, die Amerikaner müssen, von Ausnahmen abgesehen, Weltmarktkonditionen bezahlen, also ungefähr 28 Dollar jetzt, glaube ich, oder 26, egal. Und können das als Schutzmacht, als Protektoratsmacht, wie immer wir das nennen wollen, weil andere nicht gestürzt werden wollen, auf einen Barrelpreis von 15 Dollar drücken, haben sie nur aus dem Vorgang, und zwar keinerlei Erhöhung ihres Importes unterstellt, in 10 Jahren eine Subventionsmasse oder einen Produktivitätsvorteil oder eine verbilligtere Art des industriellen Produzierens gegenüber ihren imperialistischen Konkurrenten, die sich dann rechnerisch, und ich sage nicht, dass ich das ausgerechnet habe, sondern ich will die Dimension nur aufzeigen, auf 500 Milliarden Dollar beläuft. Das ist das 1,5-fache des jetzigen Haushaltsdefizits. Das ist ein Batzen inzwischen imperialistischer Konkurrenz, die du zum Beispiel mit Abbau von Sozialsystemen und Beschneidung staatlicher Transferleistungen zu Ungunsten nicht produktiver Menschen kaum herauswirtschaften kannst. In dieser Dimension, ihr müsst doch wissen, Ökonomien vergleichen sich erstens hauptsächlich dominant an der Frage der Produktivität. Wer die nicht hat, blubbert ab, egal wie toll seine Außenpolitik, sein Militär und seine Diplomaten sind. Zweitens durch die richtige Mischung von Protektionismus und Freihandel. Ich kann doch zwischen Protektionismus und Freihandelsambition keinen moralischen Maßstab anlegen, sondern kann immer nur sagen, diejenigen, die sich gerade überlegen fühlen, sind für Freihandel und die unterlegen sind, sind für Zölle. Dadurch wird keiner gut und keiner schlecht. Und wer ein militärisches Übergewicht hat wie die USA und einen relativ kurzen Zeitraum dieser Überlegenheit antizipiert, der wird dazu neigen, einiges schnell und dezidiert auch kriegerisch zu lösen, damit die Gegenformation sich nicht bilden kann. Das ist die Entmystifizierung von ideologischen Behauptungen, warum es so Kriege gibt. Ich danke dir. Ich möchte vielleicht noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, denn mir scheint in einem Punkt scheint mir doch eine gewisse Übereinstimmung bei euch zu bestehen, dass es sich bei Kriegen oder bei Kriegspolitik oder wie im jetzigen Fall bei der deutschen Politik um sogenannte Friedenspolitik auf jeden Fall immer um Interessenpolitik handelt.
widerlegt das dann eigentlich die sogenannte globalisierungskritische Bewegung? Wir hatten ja dieses Werk Empire, wo die Rede war davon, dass das Empire praktisch kein Außen mehr hat, es sei überall. Und stimmt es, dass hier eine Übereinstimmung bei euch besteht, dass im Prinzip schon weiter hier Nationalstaaten oder verschiedene Blöcke miteinander konkurrieren? Also lassen wir das Empire erstmal für später oder für den späteren Abend. Es mag sein, dass eine Übereinstimmung existiert, die aber offensichtlich, also die schon in einer recht dicken Wand von Nebel, der sich jetzt über den Irak-Konflikt und über den Nahen Osten gelegt hat, des immer wieder und immer wieder gekäuten Gleichen. Du magst ja so recht haben. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wie der Barrelpreis des Öls im Moment aktuell auf dem Weltmarkt ist. Ich glaube dir da vollkommen. Wahrscheinlich ist es richtig. Es legt sich sozusagen eine Schicht von, du sagst, es flutscht nicht, am Ende flutscht es nämlich doch wunderbar, von einem durch und durch konsistenten und funktionsfähigen Imperialismus über die gesamte Region des Nahen Ostens. Pakistan funktioniert wunderbar, wo der eine Diktator aufmuckt, da setzt man ihn ab und setzt den anderen wieder ein. Und auch, und das, was am Ende dabei rauskommt, im Übrigen wird ja eh dann, man kommt ja nie an die Informationen ran, weil da wird man ja nicht rangelassen von diesen sehr geheimen Dingen, also von diesen geheimen Planungsstäben, die sozusagen die Verballhornung des Think-Tank-Fetischismus in der deutschen Linken sind. Das Seltsame ist, was darunter alles verborgen bleibt. Auf einmal darunter bleibt verborgen, dass im Nahen Osten tatsächlich die Islamisten und der islamistische, der antisemitische Dschihad wesentlich mehr ist, als nur ein paar Irre, die mal kurz aus dem Ruder laufen, die man aber ruckzuck wieder eingefangen hat. Dass auch der Krieg gegen Israel sehr wohl ein relevanter Faktor ist und eine wichtige Rolle spielt, das gar nicht moralisch argumentiert und das ist recht nicht moralisch argumentiert, dieser Anschlag vom 11. September sehr wohl mehr war als ein kleiner Unfall am Rande, als ein kleines Aufmucken der paar Irren, die man vorher bezahlt hat und die man aber ruckzuck wieder an die Leine nehmen kann. Ich denke, ohne dabei die ganze Terminologie zu paraphrasieren und sie wirklich ernst zu nehmen als moralische und ideologische Argumente, die permanent ins Feld geführt werden bei diesem sogenannten Krieg gegen den Terror, ist es offensichtlich, dass es mehr war als ein kleiner Ausrutscher. Es war ein Volltreffer, es war ein Schlag der islamistischen, einer islamistischen Internationalen, der Al-Qaida, gegen die USA, den die USA eben nicht in ihren geheimen Thinktanks vorgeahnt haben, von dem sie nichts wussten, von dem sie vollkommen überfordert gewesen sind, der gezeigt hat, dass es möglich ist und der seitdem zu einem unglaublichen Aufschwung genau dieser radikal antisemitischen und antiamerikanischen Bewegung im Nahen Osten geführt hat und seitdem auch zu einem gewissen Aufschwung von Leuten wie Saddam Hussein geführt hat. Das kann man nicht aus dem Blick, man kann es aus dem Blick verlieren und dann landet man immer bei dem immer wieder selben und kommt aber auch gar nicht mehr so richtig dazu zu sehen, was passiert eigentlich unter dieser Nebelwand des international zirkulierenden Kapitals, des Öls und lassen wir das Öl weg, des immer wieder gleich funktionierenden selben alten schmutzigen Crate Game, das da gespielt wird. Es passiert eine ganze Menge und es sollte durchaus auch zu denken geben, wie die USA agieren und was den USA mit dem 11. September widerfahren ist. Ich meine das auch nicht moralisch, ich meine es bezogen auf eben die permanent gestellte Hegemonie, die die USA in der Welt ausüben. Das militärische Argument ist immer schlagend, es ist ja tatsächlich wahr, dass sie die militärisch schlagkräftigste Nation der Erde derzeit sind. Sie haben nämlich in diesem Moment nicht, wie permanent unterstellt wird, wie auch direkt nach dem 11. September unterstellt wird, aus einer Position der absoluten Stärke, aus einer Position der vollkommenen Kontrolle, die man hat, wo es eben flutscht, wo man Diktatoren springen lässt und Islamisten hüpfen, agiert, sondern haben aus einer Position agiert, in der schlicht und ergreifend nichts mehr funktioniert, der Nahe Osten komplett am Auseinanderbrechen ist, der Oslo-Friedensprozess vor die Hunde gegangen, der gesamte Auseinandersetzung mit Syrien, die Versuche, Syrien einzubinden, auch in den Eimer gegangen sind, wo sich mehr oder weniger auf der gesamten Welt an allen Ecken und Enden alles das, was klassische US-amerikanische Protektorate und Einflussgebiete waren, sukzessive immer mehr von einer Konkurrenz
angegriffen und zum Teil auch übernommen wird, die man überhaupt nicht mag, mit der man offensichtlich nicht gerechnet hat. Diese Konflikte, und das ist auch, deswegen habe ich von amerikanisch-europäisch gesprochen, es haut im Moment nicht mehr so ganz hin, weil die Zuspitzung des Konflikts dazu geführt hat, dass hier die Fronten ein bisschen durcheinander geraten sind. Dieser Konflikt ist auch ein Konflikt zwischen den USA und Frankreich ganz massiv. Frankreich betreibt eine ganz andere Außenpolitik, als die Germanskis das tun, einfach weil sie es im Gegensatz zu den Germanskis vielleicht auch können, wenn man ihnen schlechten Willen unterstellen muss. Die USA stellen fest, dass diese Art von Verbündeten aus dem Blockkonflikt auf einmal Gegner sind. Und zwar Gegner sind, die ernst zu nehmen sind, mit denen man sich permanent auseinandersetzt und eine neue Art von Konfrontationslinie aufgemacht ist. Diese Konfrontation, und da spielt es in der Tat eine sehr wichtige Rolle, was im Nahen Osten geschieht. Diese Konfrontation kulminiert über den Nahen Osten und wird auch permanent über den Nahen Osten ausgetragen. Es ist eine Konfrontation, bei der es auch darum geht, auf welche Seite im nahöstlichen Konflikt, und das ist auch und permanent und immer der Konflikt, der darum besteht, dass Israel um sein Überleben kämpft und befürchten muss, dass arabische Staaten und panarabische und panislamische durchgeknallte Leute, Banden und Kommandos den Staat Israel permanent gefährden. Dieser Konflikt kulminiert über den Nahen Osten und im Nahen Osten, in den Nahen Osten hinein und über den Nahen Osten wird diese Politik betrieben. Das könnte und denke ich, sollte permanent mitbedacht werden, wenn über deutsche, amerikanische, französische Nahostpolitik im Moment diskutiert wird und auch wenn darüber diskutiert wird, was deutsche und französische oder was die Antriebskraft des deutschen und französischen Establishments oder meinetwegen Kapitals ist, wenn sie sich hinter so abgehalfterte Diktatoren wie Saddam Hussein stellen und was die Antriebskraft der USA ist, dies aufzubrechen. Ja, Thomas Ebermann antwortet nochmal drauf und dann würde ich fürs Publikum mal öffnen. Ich denke, ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Mikro. Vielleicht kann man sich hier schon mal anstellen, wer was sagen will. Dann gebe ich dir nochmal. Ich will kurz darauf antworten, nur ich will. Ich muss ein bisschen darauf setzen, dass manchmal gelesen wird, was ich schreibe. So. Also, dass ich kein emanzipatorisches Fünkchen in irgendwelchen Islamisten oder in irgendeiner Parole der Dritten Welt schlägt zurück oder am Antisemitismus von Attac gelassen habe, um einiges zu nennen, was ich zuletzt geschrieben habe, muss ich jetzt unterstellen. Die Frage ist doch, wie kommt das, dass die Linke sozusagen die Scheinwerferbewegung mitmachen? Ich erinnere mich, nach dem 11. September hatte ich eine Flut von Diskussionen. Die Kontrahenten, wenn es in dem heutigen Rahmen vergleichbaren Milieu stattfinden, waren plötzlich Kenner des Islamismus, kannten sich im Koran aus, spitzten das manchmal zugunsten der Forderung, nun müssen islamistische Zentren bombardiert werden. So richtig war keiner auf dem Trip, dass damit der Irak gemeint sein könnte, wegen der damals herrschenden Auffassung, diese Sache sei eher so eine Spezialität von Gottesstaaten. Der Gottesstaat ist, also der Irak ist bekanntlich kein Gottesstaat, sondern ein mörderisch-säkulares Regime, was in den letzten 10 Jahren seine Propaganda allerdings zunehmend religiös auflädt. Ich glaube, ich referiere damit auch, was ihr in eurem Buch beschrieben habt. Nun kommt raus, es gibt aber den Plan, dass die als Nächste dran sind. Zum Beispiel nicht der Iran. Es hätte ja vielleicht auch diese Reihenfolge geben können. Dann diskutiert man darüber. Mit Linken, die von sich sagen, sie seien keine Bellizisten. Es ist der pure Nachvollzug. Es ist der pure Nachvollzug, der nicht mehr erlaubt, zu ermitteln, welche Folge von Relevanzen setzen die denn ein. Damit wird der Linke, der von sich sagt, er sei kein Bellizist, im wirklichen Wortsinne zum Spürpanzer. Er rätselt mit, wer als Nächstes mal dran ist und artikuliert, dass da ja auch ganz schön viel
Aufräumarbeit im demokratisch, sozial, säkularen und vor allen Dingen föderalistischen Sinne getan werden muss und ist unlustig. Diese Unlust spüre ich jetzt wieder. Absolut unlustig, über die Frage nachzudenken, wie groß ist die Macht der USA in Kuwait nach 91 gewesen und warum haben sie dasselbe Fürstenhaus, dass die Frauen so drangsaliert, dass die Nichtstaatsbürger so drangsaliert, das ist, was da an Ölschöpfung geschieht, ist ja praktisch nur die wahre ausländische Arbeitskraft, Pakistan und so weiter, auch Palästinenser, nicht gestürzt worden. Warum kann eine Macht, die so etwas in ihrem Feuilleton und auch in ihrer offiziellen Propaganda schreibt, auf Dostum setzen? Warum ist niemand interessiert, die doch zugängigen Auswertungen so einer Organisation wie RAWA, wie es jetzt in Afghanistan aussieht, zur Kenntnis zu nehmen? Und wechselt über, na gut, da haben sie die Emanzipation wohl vergessen oder ihnen neue Gedanken in den Schädel geschossen und vielleicht machen sie es beim nächsten Mal besser. Darauf trifft mein Terminus, vielleicht ist es zukünftig im Winter heißer als im Sommer, hundertprozentig zu. Aber Thomas, den Vorwurf des Spürpanzers möchte ich jetzt hier schon zurückweisen, denn Thomas Uber beschäftigt sich ja nicht deswegen mit der Situation von Flüchtlingen im Irak, weil die USA plant, da einzugreifen. Das hat er vorher getan und ich denke, von daher rührt auch sein Wissen über den Irak. Nun, das möchte ich doch zurückweisen. Er hat doch den Afghanistan-Krieg begrüßt. Und soll ich das jetzt vergessen oder was? Da war er doch kein Spezialist von. Also kurz, diese Richtigstellungen sind immer so ein bisschen peinlich, weil man kann es ja schlecht vorlegen und ich habe ja auch nicht alle Plättchen und irgendwelche Niederschriften. Ich führe auch kein Tagebuch, das ich Ihnen vorlesen kann. Ich weiß es aus dem Kopf. Ich weiß, dass ich nicht zu den Leuten gehört habe, die den Afghanistan-Krieg begrüßt haben. Ich habe ihn aber auch nicht abgelehnt. Ich habe mich da schlicht und ergreifend neutral verhalten, weil ich überhaupt nicht wusste, was dabei herauskommt und was ich dazu denken soll. Unabhängig davon, es ist diese These, die ich am Anfang, oder diese Beobachtung, die mich durch jede Veranstaltung, jede Fernsehsendung, jeden Feuilleton, Leitartikel über den Irak und den Irakkrieg immer wieder begegnet. Es geht, man spricht über den Irak und auf einmal spricht man über Afghanistan, man spricht über Pakistan, man spricht über dies, man spricht über das und drödödödöd. Am Ende, das ganz kurz, ich habe nicht über Afghanistan gesprochen. Wenn wir bei Afghanistan sind, ich finde es erstaunlich, ich habe da keine Thesen aufgestellt, was in Afghanistan geschehen wird. Der Afghanistan-Krieg hat denke ich auch eine ganz andere, zumindest auch was die Verlautbarung, worauf der Afghanistan-Krieg zielt, eine andere Stoßrichtung, eine andere Zielrichtung und einen anderen Sinn gehabt, einen anderen Inhalt als der Irak-Krieg, der nunmehr zu kommen scheint. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, und dies mag ein ganz geringer Fortschritt sein, dass in einem völlig runtergewirtschafteten und kaputten Land wie Afghanistan, und das ist etwas Erfreuliches, in bestimmten, wenigen städtischen Zentren unter einer nicht besonders tollen Regierung, unter internationaler Bewachung und internationalem Protektorat. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht besonders gut aus, ist mir doch in dem wenigen, das ich lese, scheint, dass an manchen Stellen Menschen um ein bisschen besser leben können. Das ist nicht toll, das ist nicht wahnsinnig viel, das ist auch nicht das, was ich prophezeit habe oder was ich mir erhoffe für den Irak, es ist auch nicht das, was für den Irak eintreffen wird. Möchtest du nochmal? Ja, also ich wollte sagen, die Übersprungshandlung ging von dir aus. Du hast die Verbindung gezogen, Anschläge auf die Twin Towers und Krieg gegen den Irak. Du hast wohlweislich die Behauptung unterlassen, dass aus dem Irak die Anschläge auf die Twin Towers ausgegangen sind. Also ich versuche hier möglichst viele Übersprunghandlungen nicht zu machen, sondern das ist die Methode, man guck mal so auf die ganze Welt und dann ist irgendwie der panarabische Nationalismus und der Islamismus und die sind ja geeint in zwei Punkten. Ich habe das doch nie bestritten. Die sind geeint in ihrem Hass auf Amerika und in ihrem Hass auf die Juden.
aber sie sind etwas Unterschiedliches. Und die einen haben, da ich keine Bülow-Theorien anhänge, sage ich das, die einen haben dieses furchtbare Verbrechen in New York begangen und die anderen nach meinem jetzigen Kenntnisstand nicht. Und wenn ich über die geringe militärische Schlagkraft des Irak spreche und sage, vom Irak so wie er durch Embargo, Sanktionspolitik, beschnittenen Überflugsrechten und sonst etwas klein gemacht wurde, ging keine strategische Bedrohung für seine Nachbarn aus. Dann vergesse ich doch in dem Moment nicht, aber eine unglaubliche Unterdrückung der Iraker, auf die das Baas-Regime Zugriff hat. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche, ihr kennt euch doch aus mit Diskurstheorie, sind doch zwei völlig unterschiedliche Diskurse, das eine festzustellen und das andere, also das andere davon zu trennen. Wenn wir auf den, meine Sicht ist doch, dass selbst in diesen Ländern, wo der Islam, wo der Islamismus so eine hohe Rolle in der ideologischen Ausprägung von Millionen von Menschen spielt, und ich hasse das, ich bin Religionskritiker, ich hasse das, spielt, trotzdem zu der Auffassung kommen, die dominanten Kriterien des Handelns sind staatliche und nicht religiös-ideologische. Dann mache ich damit überhaupt nichts besser, sondern ich stelle nur fest, was ich vorhin im Beispiel getan habe, dass der Oberreligionschef, der jetzt, der da tätig ist im Südiran und auch sowas so wie der Vorbeter von diesem islamischen Revolutionsrat ist, der hat sich gerade zurückgezogen und ist zu der Auffassung gekommen, dass es Allahs Wille ist, dass man an der Seite der Amerikaner Saddam Hussein zur Schnecke macht. Das verleitet mich doch nur zur Bestätigung meiner These, Interesse dominiert Religion. Also, oder glaubt ihr, dass Fischer seine Außenpolitik macht, weil er beim Papst war? Das ist doch völlig mit Schucke.